Es ist die große Erkenntnis, wenn man einmal verstanden hat, was man selbst ist. Ja. Und dann bist du allein. Und es ist, dass du plötzlich Fehler siehst. Jeder Moment, den du siehst, ist ein Fehler, der in dir fehlt, weil du ihn dir ausdenkst. Ja. Und der kommt aus dir und der fällt wieder in dich rein, wenn du ihn nicht denkst. Dieser ständige Wechsel. Und es ist ein mühseliges Unterfangen, zu versuchen, irgendeinen Gedanken von dir irgendwas erklären zu wollen. Genau. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, die einfachsten Sätze, die ich spreche. Dass da ein ewiger Parameter, ein alles verbindender Parameter ist und es ist der, der sich Welt ausdenkt. Du glitscht immer wieder weg in diese einseitigen Interpretationen. Das ist also so trügerisch, diese einseitigen Interpretationen sind so trügerisch und wieder besserem Wissen tappt man immer wieder in diese Falle. Ja. Es wäre so extrem einfach, sich nur an das zu halten, was hundertprozentig sicher ist und das ist das, was ich jetzt sehe. Es ist das, was ich jetzt denke. Ja. Aber dann werde ich feststellen als ewiger Geist, dass das, was ich jetzt denke, sich ständig verändert, von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke. Genau. Und ein Zustand, dass alles, was in dir auftaucht, wichtig ist und richtig ist, aber richtig nur in Bezug auf Perspektiven, aber nur ein bisschen. Ja. Und dass es einen allumfassenden Mittelpunkt gibt. Und den kann man durchaus sich bewusst machen, indem man zum Beispiel auch in Physikbücher geht oder indem man in Religionsbücher reingeht. Die Schwierigkeit ist immer wieder die Auslegung von Worten. Diese extreme Entheiligung von Worten. Und du wirst plötzlich immer mehr dir bewusst werden darüber, dass alle Informationsquellen, die du jetzt von außen dir denkst, irgendwelche Menschen, die in dir auftauchen im Traum, die letztendlich aus dir selber kommt, dass das immer nur Perspektiven darstellt und dass Figuren in einem Traum niemals irgendetwas verstanden haben und auch nie was verstehen können und es vollkommen unmöglich ist, irgendein Objekt, ob wir das jetzt Mensch nennen, ob wir das Haus nennen, ob wir das Weltbild nennen, am Leben zu erhalten. Existierendes ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Das gilt für alles. Das gilt für eine Helene, die du dir jetzt ausdenkst. Das gilt für einen Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das gilt für den, der du zu sein glaubst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Ja. Es ist nämlich mit dem nächsten Gedanken, wenn du nicht mehr dran denkst, schon wieder weg. Und wenn dir das jetzt ganz schlimm oder blöd oder wie auch immer vorkommt, das kannst du ja beobachten, was deine Logik jetzt da für ein Gefühl erzeugt, was für eine Meinung deine Logik aufschmeißt. Wohlgemerkt, es ist nicht deine Meinung, es ist die Meinung, die dir deine Logik aufzwingt. Aber diese Logik ist nicht deine Logik, es ist die Logik deiner Lehrer und deiner Erzieher. Selbst wenn ich dieses Beispiel denke, denkst du dir schon wieder Vergangenheit. Dass in der Vergangenheit irgendwas passiert ist. Wir schauen uns das jetzt einmal an in kleinen Sachen. Es sind ja jede Kleinigkeit, wo ich anschaue, könnte ich dir erklären. Und du kannst es dir selber erklären, weil wenn ich dir das erkläre, erklärst du dir selbst, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Ich definiere jetzt einmal dieses Du genau. Ich bin der, der sich jetzt diese Situation ausdenkt und mit dieser Situation, mit der ich jetzt konfrontiert werde, erlebe. Ich erlebe das, was jetzt sich letztendlich in meinem eigenen Kopf als Information abspielt. Egal, wie ich die Dinge definiere, ob ich jetzt glaube, diese Aufnahme wurde in der Vergangenheit von zwei Menschen getätigt, aufgezeichnet, ins Internet gestellt. Schon wenn ich sage, ins Internet gestellt, denke ich an ein Außernet, weil dieses Internet ja dann außerhalb von mir ist. Und ich praktisch mit dem Internet, dass ich mir jetzt ausdenke, angeblich nichts zu tun habe. Das ist ein totaler Blödsinn. Es ist, du wirst merken, Menschen, was bisher Enosch, Affen bei eigener Definition, die alles nachäffen, sind vollkommen geistlose Erscheinungen. Yeah. Du wirst es niemals einen Affen erklären können, der wird sich massiv wehren, außer es ist ein Hauch, aber nur ein Hauch von Geist im Hintergrund, der zuhört und irgendwann einmal sagt, stimmt ja eigentlich, was der sagt. Es ist alles, was ich sage. Ich sage immer wieder, lieber rede ich da mit einem Kind, das noch nicht verbildet ist, weil das kann noch nachvollziehen, was ich sage. Ich sage, wenn du deine Augen zumachst, dann verlierst du deine sinnliche optische Wahrnehmung. Ja. Dann wird das dann mal nur schwarz. Das ist einfach, lass uns von dem reden, was hundertprozentig sicher ist.
Solange du in dem Wahn lebst, dass der Glaube, den du zum Denken benutzt, dieser Intellekt, dass hier 99,9%, die dir bisher als hundertprozentig sicher bewiesen erschienen sind, ich wiederhole immer wieder diesen Satz, dass bei eigener, eigenständiger, genauer, geistreicher Betrachtung du zuerst einmal demütig akzeptieren musst, dass du da 99% nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das beginnt schon bei dem Satz, ich wurde von meiner Mutter geboren. Es erfordert nämlich, dass du Geist, dir jetzt eine Vergangenheit ausdenkst, wo ein Trockennasenaffenweibchen ein Säugling herauspresst. Und dann sagst du, das bin ich und so bin ich entstanden. Ich rede aber jetzt mit dem Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Es ist ein ganz einfaches Deutsches. Es zerstört alles, was du bisher geglaubt hast. Öffnet dir aber eine vollkommen neue Welt. Das man Himmelreich nennt oder wie auch immer, aber das musst du zuerst einmal vollkommen durchschauen und akzeptieren. Ja, so ist. Und dann löst sich die Angst auf. Und wir schauen uns jetzt einmal auch nicht über Trochter mal den Bildschirm. Das mache ich mit Audiodateien. Und das sind jetzt einige Stellen, pass auf. Jetzt da zuerst einmal, hast du das Bild? Ja. Schau, das ist nichts ist trügerischer wie diese ganzen Schriften, wenn man sie nicht richtig übersetzt. Ja. Ich kann jetzt, ob das die Dora ist, ob das egal was es ist, sagst du mal, das, was du jetzt siehst auf dem Monitor, sind Schriftzeichen. Genau. Ich mache das ganz einfach, tausende Mal in Selbstgesprächen erwähnt. Du wirst jetzt aus diesen Worten was machen. Jetzt stell dir mal vor, du wärst der deutschen Sprache nicht mächtig. Ich drücke es anders aus, das wären jetzt chinesische Schriftzeichen. Oder das würde, was weiß ich, in Portugiesisch dastehen. Ja. Dann würdest du nur den Monitor sehen mit Schriftzeichen drauf und deine Logik wird sagen, das kann ich nicht lesen. Wir reden nur von dem, was jetzt ist. Da du das jetzt aber lesen kannst, liest du das in deiner anerzogenen Form, wie du Worte auslegst. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Da steht übrigens, bei Luther steht dann jeder Kreatur. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das ist die Vatersprache, die ich dir beibringe mit Hodo Feeling. Werden Schlangen aufheben? Schlangen, denk immer an den Sinus. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlfind befinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung. Dem liegt ja ein Original zugrunde und das ist altgriechisch. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an, zumindest den ersten Vers, und du wirst feststellen, es kippt alles um. Aber dir nützt jetzt nicht einmal die altgriechische Übersetzung, da steht jetzt hier die Luther-Übersetzung. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Die Elberfelder sagt jetzt, und er sprach, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das haben wir gerade angeschaut. Okay, ich habe jetzt da, wir bleiben mal Luther, weil wir uns eh das Griechische im Original anschauen. Das Erste, was dir hier schon auffallen sollte, was hier mit Welt übersetzt wird, da steht das griechische Wort, schau, die 2889, das ist der Kosmos. Die Ordnung. Da geht es jetzt hier schon mal ganz, man müsste jedes Wort jetzt schon mal vom Original, das Welt, wissen wir, ist das Brandopfer, wenn man es mit der Vatersprache liest. Der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst, weil er kommt aus einer großen Ordnung und fällt wieder in die Ordnung hinein. Und das ist jetzt, also hier jetzt hast du mal schaut, grundradig, Scans, zählen, schätzen. Das Geordnete wird gezählt, da steht nämlich Kosmon. Kosmonia. Kosmon. Ja. Ich will jetzt nicht so arg ausholen. Wichtig ist jetzt, wenn du ein bisschen Grundlagen der Vatersprache hast. Das ist eine Anordnung, eine Einteilung, eine Aufstellung. Darum ist es ja die Ordnung. Interessant, schau mal. Make-up. Sein Gesicht ordnen.
Wir wissen, das Gesicht ist Panim und Penim ausgesprochen, dieselbe hebräische Radix ist das Innere. Ja. Du musst dein Inneres wieder in irgendeiner gewissen Art und Weise ordnen. Das nennt man dann den Kosmos, was zu kosten, Medik. Da steckt die Wort Edik schon mit drin. Eine allumfassende Edik. Dann ist es ein Schmuck, ein Aufputz, eine Dekoration. Das Anordnen von Stellen. Jetzt wird das Ganze hier natürlich schon in einem gewissen Maß die Weltordnung, das Universum und so weiter und so weiter. Ja. Okay, das ist einmal hier die Welt, also da steht Kosmos. Ja. Interessant ist, diese geht hin in alle Welt. Und das ist jetzt natürlich ganz, ganz, wir gehen einmal dieses Gehe, dieses Wort schauen wir uns jetzt einmal genauer an, was da dort steht. Und dann kommt diese Radix Eis. Don Cosmo, gehe Aha. hin, das heißt eigentlich, geh hinein. Ja. Du musst ja in deine Traumwelt hineingehen. Das ist erst einmal die Grundradix Poros, ist der Weg, wobei jetzt hier durchbohren, durchstechen, gehen, eigentlich, schau dir das an, das heißt drei sehen, in den Spiegel sehen. Zehn, ja. Darum heißt es auch wandern, WAND. Eine Wand hüben, eine Wand drüben, das sind unsere Trinität und die Synthesewand. Denk an die Ecke, von der ich immer rede. Ja. Und doppelt aufgespannt, AND hebraisiert, heißt schlichtweg und einfach ein Hin- und Herschwingen zwischen diesen Spiegeln sind ein Weg der Existenzen. Genau. Weil du rein sehen tust. Immer dran denken, wir reden jetzt Deutsch. Das heißt dann aus dem Leben dahingehen, abscheiden, sterben, hinterherziehen, folgen. Dann ist es auch wandeln, sich ständig wandeln. Ja. In einem ständigen Wandel sein Leben führen. Das passiert, wenn du in deine Traumwelt hineingehst. Von Augenblick zu Augenblick kriegst du ein Wandeln, ein ständiges Alternieren von Informationen. Genau. Okay? Ja. So, und jetzt schauen wir uns dieses Eis an, was hier da steht. Das ist bewegen, hineingehen, hineinbewegen. Wohin? Hinein. Hinein, du gehst hinein in deine Traumwelt. Das passiert dir, dir. Du bist der Wohnungsinhaber und der Mieter in dem Moment. Genau genommen bist du weder ein ausgedachter Wohnungsinhaber noch ein ausgedachter Mieter, sondern du bist beide gleichzeitig. Als träumender Geist bist du das Gefäß, in dem sich alles abspielt und du bist als Brösel, wie ich das immer sage, als Trockennasenaffe, jemand, der sich in sich selbst hineindenkt, in diese Welt, in dieses Gefäß. Und jetzt pass auf, diese Radix Ai, jetzt kommen wir mal ins Griechische und da schauen wir zuerst einmal die Vorsilbe, zuerst einmal die ersten zwei Buchstaben an. Ist ein Bedingungspartikel. Lass es einfach mal auf dich nörgeln. Es geht immer alla tempora die bloße Annahme als wirklich hingestellt. Eine bloße Annahme wird als Wirklichkeit hingestellt. Wenn es wahr ist, wenn wirklich, wenn das, wenn die Folge eines wirklich eintretenden notwendigen Ereignisses erscheint, ich sage, es wird zwangsläufig ja so sein, wenn du dir jetzt der Kiste denkst. Und du denkst dir die jetzt rot, dann wird in dir eine rote Kiste erscheinen, weil du dir es rot denkst. Und wenn du die Kiste blau denkst, dann wird in die blau erscheinen. Und wenn du dir jetzt an Kopf denkst und du denkst dir in das Kopf ein Gehirn rein, dann wird in den Kopf, den du dir denkst, der Gehirn drin sein. Und wenn du dir einen Vogel rein denkst, wird der Vogel drin sein. Das ist immer, wenn die bloß mögliche Folge angegeben wird. Gag ist aber eben. Eben. Das Ausgedachte ist die Welle, 3-3. Das muss man jetzt verstanden haben. Das ist mir jetzt, ich nehme jetzt einmal keine Rücksicht auf welche, die es nicht checken. Die haben noch sehr, sehr viel zu lernen, wenn sie Geist sind. Und wenn wir jetzt bloß von einem Gedanken reden, der ist schon wieder weg, weil man ihn nicht mehr denken. Ja. Okay? Okay. So, jetzt wird es interessant, dass das Eier. Genau. Erkennungsruf. So, wichtig ist Mund jetzt, wir rufen. wollen das Eis und anschauen. Okay? Ja. Also machen wir da jetzt einmal ein S dahinter.
Das ist wie, dass du die erste Hälfte verstanden hast, sonst kriegst du die zweite nicht mit. Da heißt es zuerst einmal, dass das von I, me kommt. Also schauen wir uns zuerst einmal das I, me an. Das ist das griechische Wort für ich bin. Okay. Da muss ich jetzt ein bisschen runterfahren, dass wir uns das genauer anschauen. Das wirkliche Sein, im Gegensatz des Scheinens, das wahrhafte Seiende. Jetzt ist das Vorhandene, die ganze Schöpfung ist natürlich jetzt schon die andere Hälfte dazu. Wir haben ein wirklich Seiendes und etwas Vorhandenes und das, was vorhanden ist, ist das, was du dir ausdenkst, was das wirkliche Sein sich ausdenkt. Und das ist die Schöpfung. Du schöpfst es aus dir heraus. Achte nochmal auf das Wort Brain. Wenn wir hier Brain hinschreiben, für Gehirn. Okay, Brain, Gehirn. Hebräisch geschrieben heißt es ja Mech. Das heißt eine gestaltgewordene Kollektion. Das ist dein blaues Ich. Kann ich jetzt Brain lesen? Das heißt, das Außen ist nicht existent. Weil das nicht existierende ist Ain. Ich kann aber auch Bara lesen. Das ist jetzt das Wort für Schöpfen. Genau genommen, da steht jetzt erschaffen. Eigentlich heißt es genau genommen Schöpfen. Ein Schöpfen nur von Gott. Wir haben dieses Tun, Machen, Handeln oder das Erschaffen gibt es im Hebräischen drei Wörter. Ich kann nur darauf hinweisen. Das ist Bara. Bara bezieht sich nur, wenn Gott was macht. Dann haben wir das Esse, Tun, Machen, Handeln. Mit 70305 geschrieben, links punktiert Shin. Und wir haben den Boal, was die Verbformen sind, die Tunwörter. Das ist das hebräische Boal. Und wir haben jetzt das Bara und dann haben wir ihn. Wir haben das Erschaffen einer intellektuellen Existenz. Jetzt ist es aber interessant, dass diese intellektuelle Existenz, hebräisch, ist ein Kurzwort. Ist rot gelesen, ist göttliches Sein, kann man natürlich auch lesen, der Schöpfer ist göttliches Sein, aber der braucht eine intellektuelle Existenz. Und Yen als Suffix gelesen, hebräische Grammatik erzeugt immer eine feminine Form und feminin ist das Weibliche, das ist unsere Welt. Als Abbreviatur nennt sich das, als ein Kunstwort ist es das Kürzel für Nero Jair. Das heißt, sein Licht soll erstrahlen. Schau, sein Licht ist jetzt wichtig. Schau her, NR, wissen wir, NR heißt ja Licht. Diese Na Existenz berechnet aufgespannt, NR ist das flackernde Licht. Licht, genau. Das flackernde Licht erstrahlt. Und er ist jetzt dieses Ayir, das Ort, das eigentliche Licht. Er ist das Licht. Dieses ist die Kurzform, eine Unterform von Or. Siehst du das Or? Ich sage immer wieder Or. Der Schöpferkopf, rot gelesen, ist das einmal das reine Schöpferlicht. Wenn wir das jetzt verbinden, den Schöpfer, das ist jetzt das hebräische Wort für Or. Ist das Das heißt Feuer? zum einen, wenn ich es Ur ausspreche, das kann ja das Waff kann ich Ur aussprechen, dann heißt es Feuer, wenn ich es Ora spreche, heißt es Licht. Licht, genau. Okay, das ist als Or aufgespannt kreisend das physikalische Licht imperfekt gelesen. Das NR, haben wir dasselbe, die existierende Berechnung heißt auch Licht, aber das ist eigentlich eine Katze, eine Lampe, eine Leuchte, eine Fackel. Das ist das flackernde Licht. Das sind die sich ständig verändernden Lichter am Himmel zum Beispiel. Auf der Leinwand, was ich sage. Das sind aber keine Lichtquellen, sondern das sind existierende Berechnungen, wie das schon hier steht. Das ist immer, wenn ich das nur, da machen wir dasselbe, da kann man Waff dazwischen schreiben, da kriegen wir dasselbe. Feuer und Licht, jetzt aber ausgedachterweise blau, nur existierend, weil das Existenz einer aufgespannten Berechnung ist. Okay? Wir gehen da ganz das Vorhandene. Das sind jetzt die zwei Seiten, das steckt da schon drin. Wir sind immer noch bei unserem Eis. Wir müssen jetzt wieder.
Da haben wir gerade jetzt nachgeschaut, das ist das erste Mal zweite Person. Ich bin. Ja. Erste Person ist schon mal ein Problem. Die erste Person ist keine Person, sondern das ist Geist. Genau. So, und da steht jetzt vorherrschend bei Dichtern vermischt gebraucht, bla bla bla, kleinen Moment. Ersten am häufigsten von Ländern eine Bewegung ausdrücken. Es drückt eine Bewegung aus, und zwar wirst du, wenn man hinein, eine, in die man eintritt, eine Richter überall, eine Volks- oder Richterversammlung, als einen Ort zu denken, in den man eintritt, ein Hineintreten. Darum heißt es hier, geh hinein in den Kosmos. Da Ja. steht Kosmon, in die göttliche Ordnung. Nicht in die ausgedachte Welt, sondern gehe in diese göttliche Ordnung hinein. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Ja, jawohl. Jetzt schauen wir uns das Kosmos mal an. Ich könnte jetzt da natürlich noch wesentlich, man muss sich sehr intensiv, wenn ich sage, mit einem Wort auseinandersetzen, um das wirklich zu verstehen. Aber wir bleiben mal in den Kosmos, dann machen wir jetzt einfach mal den Kosmos. Wir zerteilen das in Einzelteile. Du wirst nämlich feststellen, dass das sich in kleinen Satzstücken extrem aneinandersetzt. Ich mache nur mal die Vorsilbe Kos, was dranhängt, ist einmal sekundär. Du merkst jetzt, die Kos-Radix, wenn beginnt, ist das 7. Ein Aussieben, ich sage immer, die 7 ist die Selektion. Da steht aber schon sie, die Welt ist immer eine polare Existenz, wenn was aufgeht. Die Siebwahrsagekunst, das führt uns zu unserem AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, hebräisch geschrieben, heißt es definitiv die Beschwörungskunst. Das heißt, das, was du aus der unendlichen Menge von Möglichkeiten, die du denken kannst, heraussiebst und vor dich hinstellst, das verwirklichst du, weil du ein Wahrsager bist. Du bist du DR, die Generation, die geöffnete Berechnung, bist du ein Siebwahrsager, der aus einem Sieb das herausgesiebte Selbst sich selbst prophezeit. Selbsterfüllende Prophezeiung. Prophezeiungen sind es. Okay, jetzt pass auf, wenn man jetzt weitergeht, kommt Kos Agos, wird jetzt der Weltlenker. Die Welt, die du dir ausdenkst, du bist auch der Weltenschöpfer. Die generiert immer, der ist immer die Generation. Eine Welt braucht einen Schöpfer. Und jetzt kommt das Kosmeo, du fängst jetzt an, das zu ordnen. Das passiert jetzt, dieses Ordnen passiert mit Holofeeling. Interessant, Or ist ja erweckt oder Licht, je nachdem, ob man es mir schreibt, sagen wir mal mit 70 das Or. Dann heißt es ja, die erweckte DN, die N ist gespiegelt ND, das heißt, eine erweckte genügende Menge, die in dir zu existieren anfängt, wird jetzt ein Herr, HR, ja, zu Form gewordene Schlacht in Reih und Glied stellen. Jetzt kommst du schon in den Spiegeltunnel. Die Spiegelwahrnehmung, in einer Spiegelwahrnehmung sind die Wellen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das ist so. Holofeeling geht so unendlich weit über alles an Religion und an Physik hinaus. Es ist es summa summarum. Der Witz ist, dass das alles in Einzelteilen verstreut ist, in religiöse, esoterische und naturwissenschaftliche Sichtweisen, die aber durch das Missachten der Ursprung der Worte, der Stochaionkräfte, komplett entheiligt ist. Wir gehen da gleich noch drauf. Darum ist es dann auch etwas gerechnet, zurechnen, etwas zuordnen, die Ordnung. Dann zwei Schmücken zieren. Wenn du das vervollkommnest, das Geschmückte, der Schmuck, der Ordner, die Ordnung, du merkst, es geht jetzt langsam in diese Richtung, Kosmios ordentlich, in geregelter, ordentlichen Zustand, in sittlichen Beziehungen, das Ganze wieder die Eigenschaften zurückverändern. Okay? Kosmologia, das ist Holofeeling, der Logos Gottes. Ist Kosmo, ist eine einzige Lehre, ein Unterricht, die Lehre von der Welt. Wo diese Welt, die ausgedacht, was stellst du dir bei dem Wort Welt vor? Das ist immer dasselbe Problem. Und da schauen wir jetzt, wo wir den Kos haben, machen wir jetzt mal den Mos. Abgenommener, eingepflanzter Wurzelsprössling, ein Ableger. Und es geht dann,
Kalb ist natürlich immer wieder so eine Sache. Ein Kalb ist ein kleiner Stier, das heißt wie Gott. Wie nichts, aber Bolor. Genau. Be'elef heißt ja ein Kommen, ein Aufblühen. Das ist ein Nichts, das ist ein Nichts, das aufblüht. Ja. Man muss nur ein bisschen Fantasie haben. Fantasie haben, ja. Okay, das ist jetzt den Markus. Wir haben hier, du merkst jetzt, heute gehe ich nochmal rein, dann haben wir den. Das ist Eis, das ist jetzt hier unter anderem Artikel, das ist ein Riesenschwall. Ein Riesenschwall. Hier die Wortfamilien, wo kommt auf diese folgend die Antwort hier zu diesem Platz, zu diesem Punkt, hierbei, zurück wieder zu diesem Punkt, darauf, als dann darauf, aus dem Punkt, das Naheliegen, das eben genannte, ist immer plus minus, eben so, eben wiederum, Ja. ex. Da steckt es überall drin. Ja. So, und jetzt springen wir mal, jetzt machen wir mal das Biblische weg und jetzt gehen wir zuerst einmal außerhalb unserer Wahrnehmung. Wir schauen jetzt, die Ondaton müsste mit dabei sein. Habe ich schon mal laufen lassen und du wirst jetzt merken, dass Einstein, ich weise immer wieder darauf hin, die spezielle Relativitätstheorie ist eigentlich beweist, arithmetisch schon, dass alles sich in einem Punkt abspielt. Erkläre ich jetzt nicht nochmal. Genau. Und dann kommt ja die allgemeine, jetzt zeitgeschichtlich bewusst chronologisch ausgedacht. Wohlgemerkt, wir können ja immer nur hier und jetzt Wissen als Vorstellung in uns aufbauen und das ist hier und jetzt. Ja. Und jetzt gehen wir in ein ganz normales Kindergarten-Schulungswissen rein und wir schauen einmal außerhalb der Wahrnehmung. Gibt es eine Realität außerhalb unserer Wahrnehmung? Die Weltanschauung der sogenannten Solipsisten, welche der Auf. Das ist also hier. Ich weise dann nochmal darauf hin, im Mittelalter, das ich mir jetzt ausdenke, habe ich aus das Buch heraus, ich rede mal als normaler Mensch, Ja. hat man das den Egoismus genannt. Dass ein Ich sagt, es gibt ja bloß mich. Das ist natürlich ein absoluter Blödsinn, wenn man das Ich auf irgendein ausgedachtes Ich bezieht. Das ist das rote Ich, der träumende Geist ist das einzige Ich in einem Traum. Die blauen Ich sind schon Protagonisten. Das haben wir im letzten Selbstgespräch angesprochen. So ein Protagonisten, das ist so ein Wellenberg gehört der Wellendau, das ist so ein Protagonisten, so der Hauptrolle. Den Regisseur kann immer Antagonisten, Gegenüberstehende. Das außerhalb haben wir jetzt schon wieder AOB. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Ist die Beschwörungskunst und die erweckt Ha'al, das Nichts, die Quintessenz Gott, zu einer Polarität. Du kannst natürlich auch das LB als Leb lesen, dann hast du das Wort Herz und dann kommst du wieder zur Erde und das hast erwecktes Wissen. Genau. Es gibt dieses Außerhalb und Innerhalb, aber schau mal, was jetzt da passiert. Realität außerhalb unserer Wahrnehmung. Die Weltanschauung der sogenannten Solipsisten, welche der Auffassung sind, dass außerhalb unseres Bewusstseins nichts existiert, kann man weder beweisen noch widerlegen. Der Großteil der Wissenschaft ist jedoch überzeugt, dass die Welt außerhalb unserer Köpfe existiert. Das ist definitiv ein Axiom. Es ist Ja. eine Mutmaßung, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist jetzt so ein Glaube, eine Beschwörung, immer dran denken. AUB heißt Beschwörungskunst von Toten. So viele, die das beschwören. Bei Holofeeling wird nur mit Sachen gearbeitet, die jedes, ich rede jetzt normal, jeder 13-Jährige, jeder 16-Jährige mit dem einfachen Intellekt eines Kindes hier und jetzt sofort überprüfen kann. Wenn du das nicht akzeptierst, akzeptierst du nicht das, was der Erste sagt. Und jetzt haben wir hier schon. Aber auch, dass diese Realität wenig mit unserer Wahrnehmung davon zu tun Jetzt hat. haben wir eigentlich definitiv hier schon die Kamera obscura. Ja. Wir sagen jetzt einmal, ich mache jetzt das normal dort, diese Sonne, wo dazwischen ist. Sagen wir, das ist der Punkt, das ist innerhalb der Kiste und das Ja. ist außerhalb der Kiste. Ist der. Du wirst geometrisch feststellen, wenn du Holofeeling verstanden hast, weil das ja reine Arithmetik ist, dass sich das alles in dem Punkt befindet und das davor und danach sich gegenseitig wie Minus, Minus auflösen und zu dem Plus wird, zu dem Zentrum in der Mitte, wenn ich hier Achsenkreuz reinmache. Aber jetzt pass auf, ich will gleich dich darauf Wie sieht die hinweisen. Welt außerhalb unserer Wahrnehmung aus? Das Problem liegt schon in der Fragestellung. Sehen ist ein Kanal, mit dem der Mensch Informationen aufnehmen kann.
Wenn wir Er nimmt von außen seine Informationen auf, aber die Informationen sind Schichten wie Zwirbelschalen, die kommen von innen. Du schöpfst es immer aus dir heraus, immer dran denken, du bist ein träumender Geist. Dieses Außen befindet sich an Information in dir, in diesem Punkt. Von einer objektiven Darstellung reden, können wir nicht mehr von Aussehen sprechen. Beim Prozess des Sehens fallen elektromagnetische Wellen. Ja, das ist jetzt das erste große Problem. Sie zeichnen hier, den ich mir jetzt denke, der das Video gemacht hat, ich produziere, was jetzt wichtig ist, ständig hier eine Vorstellung, dass ein Bild, das in mir jetzt auftaucht, das schlagartig in dem Moment, wo ich das denke oder wo ich das anschaue, entsteht es in dem Moment, wo es zu existieren beginnt. Dass diese zwanghafte Mutmaßung ist, dass das ja in der Vergangenheit irgendwer gezeichnet haben muss und ins Internet reingestellt haben muss. Ja. Das ist die erste große Falle. Das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Was jetzt hier mir aber wichtig ist, worauf ich hinaus will, sind diese elektromagnetischen Strahlen, die man jetzt Licht nennt. Die werden hier als Wellen gezeichnet, und zwar als Longitudinalwellen. Es ist aber so, das Licht ist eine Transversalwelle. Genau. Die schwingt, Licht schwingt nicht eine Strecke longitudinal, eine raumzeitliche Strecke von A nach B, sondern sie schwingt immer gegen die Ausbreitungsrichtung. Ja. Das heißt, Licht schwingt bloß, ich mache das einmal in den Kopf rein, von unten nach oben. Ja. Es kann nie was in dieser longitudinalen sich auf dich zubewegen. Wenn du träumst, weißt du, du tauschst es aus. Ich habe das so oft gesagt, es schwingt, es ist eine Transversalwelle. Das schon so zu zeichnen, ist ein Trugschluss, weil du nämlich jetzt aus einer Transversalwelle eigentlich vorstellungstechnisch eine Longitudinalwelle machst. Der Fehler befindet sich schon hier in Wikipedia, das habe ich schon mal eingeben. Kleinen Moment. Man sieht hier, dass jetzt viele Lichtteilchen aneinandergereiht sind, die immer nur in der Transversalen schwingen. Genau. Aber diese Bewegung hier ist eine Illusion, weil das erfordert nämlich eine Strecke, die du dir ausdenkst. Da komme ich gleich dazu. Die Teilchen bewegen sich in dieser Längsachse, in der Longitudinalen. Ja. Das ist jetzt hier praktisch die Oberflächenwellen, wenn ich die Oberfläche anschaue. Wenn man das braucht, man bei einer Fantasie. Da gibt es noch eine andere Darstellung, wo man die zwei Wellen dann in 90-Grad-Winkel aufeinander stellt. Aber in beiden Fällen wird es auseinandergerissen. Genau. Letztendlich ist das, was jetzt hier wie ein Sinus aussieht, ist eine Konstruktion aus dem Einheitskreis. Ja. Ich mache das einmal nochmal so. Einen Moment. Wenn wir hier eine Frequenz höher machen, das sind jetzt die Sinusfunktionen, und da ist die Schwierigkeit schon, dass ich immer wieder sage, wenn man jetzt was wie ein Sinus sich konstruiert, dass dieses Aneinanderrein ist ein Herausdenken aus diesem Kreis. So wie du dir Welt ausdenkst, Gegenstände, Erdkugeln, Planeten ausdenkst, denkst du dir aus die heraus. In dem Kreis selber sind es Winkelfunktionen, die alle gleichzeitig da sind. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn man hier jetzt zum Beispiel das ist also hier, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Sinuswelle konstruieren, mal schnell mal Single. Wir jetzt einen Sinus machen, ich mache die Oberwellen dazu, ich will da nicht genau drauf eingehen, wenn wir die addieren, das sind jetzt die ungeradzahligen Oberwellen, gibt es, wenn wir die alle addieren, kriegen wir ein Rechteck. Okay? Ja. Ich sage mal, wenn jetzt das ein Lautsprecher, das ist übrigens jetzt auch die Sache. Ups. Das sind jetzt diese im Hintergrund, die addieren sich auf zu dieser Welle. Genau. Das ist jetzt das, wenn ich gesagt habe, wenn ich zum Beispiel ein Analogplattenspiel habe, da ist nur diese Welle drauf. Das heißt, wenn ich jetzt auch diese Kurve wäre Cello, eine lange Frequenz, einmal ganz grob gedacht, diese farbigen Sinus, sage ich, sind verschiedene Instrumente. Ja.
Die sind eigentlich auf der Platte, auf der Analogplatte ist bloß die Summenwelle drauf. Wieso höre ich dann trotzdem das ganze Orchester? Weil die Welt so voller Fehler ist, die physikalische Welt, die einfach übersehen wird, wenn ich immer sage, in jedem Physikbuch. Es ist zwar alles richtig, was mir jetzt aber wichtig ist, im Idealfall, wenn wir jetzt eine Rechteckspannung machen würden. Ja. Und das wäre jetzt ein Lautsprecher, denk dir einfach mal eine Rechteckspannung. Ja. Das ist ja angeblich die Zeitachse. Genau. Problematisch ist, dass ich das ja, das Auf- und Abschwingen auch als Zeitachse sehe. Ja. Ich sage, das schwingt ja, der Sinus schwingt hoch und schwingt runter, schwingt hoch und schwingt runter. Dann ist das die Amplitudenachse, genauso eine Zeitachse wie das kommt dann, kommt dann, kommt dann, kommt dann. Das sind zwei verschiedene Zeitachsen. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber interessant habe, angenommen, ich würde zu meinem Idealfall sagen, das stellt ein Lautsprecher dort, der schwingt. Der schwingt ja immer mal Nullpunkt, wenn du das Bild anschaust. Ja. Ich stelle mal an, jetzt schwingt er raus, dann schwingt er rein. Schau mal bitte das unten, das kleine Bild an, beide, wenn du im Augen hast. Er schwingt raus, dann schwingt er rein, dann schwingt er wieder raus, dann schwingt er rein. Er schwingt ja immer Nullpunkt. Ja. Er ist aber an jeder Stelle immer jetzt. Genau. Interessant ist, wenn er jetzt ein Rechteck macht, müsste er schlagartig nach außen schwingen. Außen bleibt man zeitlang und dann schlagartig wieder nach innen schwingen. Aber der Witz, dieses nach außen, nach innen schwingen, wenn das so wirklich Rechteck ist, ist er, wenn er nach innen schwingt, ist er ja hier in dem Moment an jeder Stelle gleichzeitig, weil das ist ja jetzt. Genau so ist es, ja. Kannst du mir verfolgen? Ja, ja. Mhm. Ich will da nicht so arg technisch werden. Ja. Was mir wichtig ist, wir schauen uns unser Außerhalb weiter an. Diese Wellen, sobald sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, existiert für dieses Teilchen weder Raum noch Zeit. Ja. Das heißt, das ist schon eine falsche Darstellung. Es ist immer wieder, dass man meint, dass sich irgendwas Ausgedachtes durch einen Raum bewegt. Und ich kann immer wieder sagen, in einem Traum bewegt sich nichts von A nach B, sondern es wird mit Lichtgeschwindigkeit ein Bild in dir ausgetauscht. Mhm. Und jedes Bild, das du anschaust, ist jetzt. Und auf der tieferen Ebene in der Transversalen ist jedes Bild in dem Video, das wir uns normal jetzt ausdenken als Einzelbilder, wie ich immer sage, wird aus diesem Kontinuum, das eine vollkommen neue, eine andere Form ist, die Bilder, wie du sie als Matrix auf der Matrix, auf dieser Bildmatrix siehst, als Ding an sich befindet sich überhaupt nicht auf dem Video. Wir denken uns jetzt, auf der Datei sind ja nur 1 und 0. Aber die sind alle gleichzeitig da. Ja. Das gilt auch für einen 4-Stunden-Film in 3D im Kino, wenn du dir den anschaust. Genau. Das ist eine einzige Datei, wo sich in einem Arrangement von 1 und 0 dieser ganze Komplett gleichzeitig befindet und die Bilder, die du siehst, die in dir auftauchen, sind bloß herausgerechnet. Ja. Da wird auch aus der Datei nichts herausgenommen. Genau. So tiefer du gehst. Das habe ich so oft erzählt. Das ist, solange du dich vor so einem geistlosen Geschwätz, was übrigens jetzt normal gedacht, jeder, der dir das erzählt, die diese Videos machen, die plappern ihre Lehrer nach, ihre Lehrer plappern ihre Lehrer nach, das ist immer dasselbe. Mit unterschiedlichen Wellenlängen in unser Auge. Das Gehirn entscheidet, diese Wellenlängen. Solche Sachen, das Gehirn, es ist alles so unheimlich logisch, es ist aber nicht geistreich. Ja. Der Mensch, den du dir ausdenkst, ist dasselbe wie ein Computer, den ich dort eingib und er macht aus den Daten Bilder. Darum sage ich immer wieder, eine meiner Metaphern setzt dich als ein Computer. Mhm. Ein Computer, der seine eigenen Informationen sehen kann. Dann wirst du feststellen, alles, was prinzipiell jetzt auf deinem Bildschirm auftaucht, steht und fällt mit dem, was du an Daten und an Verknüpfungsregeln an Programme in dir laufen hast. Mhm. Jetzt ist aber dieser Computer, den ich jetzt nenne, ist wiederum eine winzige Facette, die zum Internet gehört. Weil was wäre jetzt das Internet ohne Computer? Die wiederum brauchen Server. Und jetzt kommen wir in eine unheimliche Vielfalt. Mhm. Alles ist immer das Gehirn, das Brain. Haben wir gerade nicht festgestellt, dass Brain heißt, sein Licht möge erstrahlen, B-R-A-I-N, das Äußere ist nicht existent. Wobei B-R auch die Reinheit heißt. Und das können wir jetzt natürlich, R in deinem Kopf ist eine Einheit, lesen die Reinheit. Wir können natürlich auch Rein lesen, ein Spiegel sein. Das wird jetzt hier zu einer wahrgenommenen Eid. Und das Eid kann man auch vielfältig lesen. Unter anderem heißt es auch buchstabieren, wie du das buchstabierst. Genau. Mhm. Ja. Dinge empfinden wir als rot, diese als blau und diese als Zeig's gelb. Mir. Es hat noch nie ein rotes Licht gesehen oder blaues Licht gesehen. Es hat noch nie eine Wellenlänge gesehen. Es sind alles Vorstellungen,
Man hat dir was erzählt und du machst aus diesen Erzählungen Bilder in Maßsetzung. Ich sage jetzt als Computer, wie du programmiert bist, machst du Bilder in dir. Ja. Da ist aber im Hintergrund ist ein Programm, das schauen wir uns dann genauer an. Siehst du, jetzt hast du dieses Riesengemisch, das aber da gerade zeigt, dieses Wellengemisch hat eigentlich nur eine oberflächliche Kurve und die sind alle gleichzeitig da. Das, was du anfokussierst, das, die Blickwinkel, deine Vorstellungen, deine Darstellungen, deine Spiegelungen, ich betone immer die Lungen so arg. Weißt du, dass da rein zufällig in der hebräischen Vatersprache immer wieder, was ich sage, diese berechnete Schöpfung, die du wahrnimmst, die berechnete Schöpfung, die du wahrnimmst. Es Ja. reicht, wenn du das weißt, die berechnete Schöpfung, die wahrgenommen wird. Rot gelesen ist es, der Kopf der Schöpfer ist die Quintessenz. Das ist der Punkt, in dem sich das abspielt. Dass das hebräische Wort für Seher ist, da ist einmal schon eine Ehe, steckt da mit drin. Beginnt übrigens mit Se. Lamm. Es-He, wenn ich das jetzt mit Shin-He, Sin-He mache, so oft immer wieder ein kleines Prinzip, dann kriege ich das Lamm, La. Schau, La. Ist ein Verneinungswort, ist nichts. Ich könnte es auch den Lichtschöpfer nennen. Und die raumzeitliche Schöpfung, hast du dann auseinandergeschmissen, ist MM. Das sind zwei Gestaltwerdungen. Memim ist es Wasser, blau ausgedacht, jetzt landen wir bei unseren Gedankenwellen. Das haben wir ja tausendfach durchgespielt, wenn man Holofeeling studiert. Jetzt kann ich mir aber, sobald ich mir welche denke, die Holofeeling studieren, gibt es natürlich wieder welche, die es nicht studieren. Elektromagnetischen Wellen, die in unser Auge fallen. Wir sind so veranlagt, dass wir den restlichen Teil nicht sehen. Die visuelle Wahrnehmung ist somit nur zu einem Teil die Aufnahme optischer Das ist Reize. ein Blödsinn. Ich sage, vergiss das Außen und sage, das ist ein Monitor, das Auge, Augen, Becken, das ist eine Farbbrille. Ja. Und es ist nicht, dass die von außen von elektromagnetischen Wellen angestrahlt werden, sondern dein Gehirn symbolisiert hier einen geistig imaginären Rechner. Und der steuert jetzt hier deine VR-Brille an und dann hast du die Welt, dass da außen eine dreidimensionale Welt ist. Das ist aber letztendlich hier am Auge ist Schluss, an der VR-Brille ist Schluss. Das sind zwei flache Bilder und die zwei flachen Bilder bestehen wieder aus Pixel, aus Triplets. Das ist ein arithmetisches Verhältnis. Ich lasse uns das einmal, jetzt einmal mache ich einmal weg und dann gehen wir jetzt gleich einmal in die Wahrheit der Mathematik. Schauen wir uns das einmal an. Was ist das Ergebnis zu dieser Aufgabe? 9 oder etwa 1? Auch wenn zwei Ergebnisse richtig scheinen, ist nur die 9 richtig, wenn alle Regeln der Mathematik befolgt werden. Aber woher kommen diese Regeln? Stehen sie im Universum oder sind sie ein So, menschliches? da haben wir schon das erste Problem. Das ist alles richtig. Die Frage ist, was machst du für Vorstellungen draus? Stehen sie im Universum, ist das nächste große Problem. Was löst das Wort Universum aus für Der eine aus. Vorstellung? Genau. Einen riesengroßen Raum um dich herum, der hier voller Sterne ist und Planeten ist und Sonnen ist. Das Wort Universum löst in dir eine Vorstellung aus. Im Anfang war das Wort. Und zwar die Vorstellung, wo man dir beigebracht hat. Die Vorstellung, so wie du Computer, du Mech-Chef, dein Gehirn programmiert es. Aber Universum heißt das in eins gekehrte. Genau. Es spielt sich alles in dem roten Uni ab. Uni, wissen wir, verbunden sein der Gott, in dem alles verbunden ist. Das ist die absolute Eins. Heute Morgen, glaube ich, wer reingestellt. Jetzt ist natürlich die Eins. Die steht zwischen der 0 und der 2. Interessant. ZWI. Die Geburt eines doppelt aufgespannten. Jetzt kann ich das Ei natürlich wieder mit AI, so wie ich es spreche. Und wir wissen ja, Ei heißt nichts. In unseren Ein. Jetzt natürlich auch noch andere Sachen. Die Insel ist wichtig. Das sage ich immer wieder. In-L ist Bewusstsein. Göttliches Sein ist Bewusstsein Gottes. Gottes Willen. Ich kann natürlich auch Folgendes machen, das göttliche Sein und Gott und in der Mitte ist die Raumzeit. Wenn ich das jetzt blau reinschreibe, mache ich auch nochmal. Wie so eine Insel. Ich sage immer wieder, unsere Metapher Gott ist El Hayom. El Hayom
ist das Meer, Gott das Meer, und das stellen wir uns jetzt als eine Wasseroberfläche vor. Und ich sage, in dem Moment, wo ein Gedanke in dir auftaucht, wird ein Wasserberg herausgeschmissen, der eigentlich nichts ist, aber dann entsteht es doll. Genau genommen eigentlich zwei Täler. Mhm. Habe ich so oft gesagt, wenn man einen Hügel jetzt einmal flächig betrachtet, einen Hügel rausmachen, sinken hier die zwei minus minus ab. Ja. Das Wasser selber, der Berg, ist ja immer ein Teil des Heiligen Geistes, der zwangsläufig jetzt zwei Täler verursacht, von der Seite gesehen. Genau. Von oben gesehen wird es natürlich dann interessanter, weil dann hast du hier dieses Pulsen von Kugelwellen. Hm. Genau. Mhm. Kugelwellen, das Wort Kugel hat ja hier eigentlich schon, heißt ja schon Welle, kaum hebräisiert. Genau. Und schau dir mal das Bildchen an. Das ist jetzt eine zweidimensionale Darstellung. Wenn du glaubst, dass da irgendein Zufall drin ist in dem Wikipedia, schau mal, da ist ein roter Punkt, das ist der Adam, der platzt auf und braut blaue, ausgedachte Wellen um sich herum auf. Göttlich. Siehst du, es platzt außen einen roten Adam auf. Ja, ja, ja. Jetzt wirst du feststellen, dass hier ganz kurz das Farbspektrum aufblitzt mit dem Gelb. Ja. Wenn wir das in Zeitlupe machen. Dieses Bild könnte ich jetzt dir wieder ewig erklären, was da damit eigentlich wirklich dargestellt wird. Die flächige Darstellung. Jetzt. Immer jetzt. Und darum haben wir hier ganz, ganz einfach unser K, Vorsilbe GL, das wäre jetzt die Radix von Kugel, Konsonant, das ist erst einmal wie geistiges Licht, das schreiben wir jetzt schon rot. Aus diesen roten Adern platzt dann die Eva, die Chava, heraus. Genau. Mhm. Da geht jetzt, wir kommen immer auf unser Dreieck genau. zurück. Mhm. Wahrheit der Mathematik, hören wir mal da weiter rein. Das Produkt. Würde Mathematik existieren, wenn es den Menschen nicht gäbe? Doch schon die Frage, was Mathematik überhaupt ist, scheint nicht so einfach zu sein. Geistloses Geschwätz. Der müsste eigentlich nur zuerst einmal sich schlau machen, was das Wort, aus welcher Sprache das Wort Mathematik ist. Und dann wird er feststellen, Mathe, Griechisch, schon mal tausendfach nachgeschaut, heißt das gelernte Wissen. Und Mat, Mardikos, heißt Dummkopf, Dorblödmann, Lügen, Erdichten, Schwätzer. Jeder normale Mensch, jeder Physiker, jeder Theologe, jeder religiöse Mensch ist ein Mathematiker. Ja. Es ist ein geistloser Schwätzer, ein Dummkopf, der töricht das nachquatscht, was man in Elternhaus und Schule in dieser Vergangenheit, die er sich selber ausdenkt, eigentlich eingehämmert hat. Mhm. Das, was hier passiert, ist Arithmetik. Ja. Arithmetik verstehen bloß Arier. Ja. Das heißt nämlich mein. Es gibt keine allgemein anerkannte Definition und man ist sich noch nicht einmal sicher, was für eine Wissenschaft sie ist. Es ist ein absoluter Blödsinn. Ich brauche bloß in ein Wörterbuch reinschauen. Eben. Das Einfachste der Welt. Das Einfachste der Welt überhaupt. Ja. Hm. Mathe, das Gelernte, die Wissenschaft. Mathema, das Gelernte, die Wissenschaft. Wohlgemerkt mit zwei verschiedenen D geschrieben. Ja. Töricht Hand, töricht Bossen, Lügenträger. Törichtes Tun, Prahlen. Das sind doch die ganzen. Törichtes, eitles, vergebliches Geschwätz. Das ist das, was die Menschen in deinem Traum von sich geben. Die Mathemaiologia. Diese Logik ist ein vergebliches, törichtes, geistlos nachgeäfftes Geschwätz von Geistern, die sich selber zu Affen machen, weil sie glauben, sie sind sterbliche Affen, die sie mit aller Gewalt am Leben erhalten wollen. Ja. Yeah. Was alles Existierende verschwindet schon wieder in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Genau. Mhm. All die nichtig ohne Kraft und Wirkung. Die törichte, unbesonnene Zunge. Mhm. So, und das wird in der Schule gelernt. Hört ihr das nochmal an? Erkannte Definition und man ist sich noch nicht einmal sicher, was für eine Wissenschaft sie ist. Denn der Erkenntnisgegenstand, was bei Chemie die Stoffe sind, in der Physik die grundlegenden Naturphänomene, ist in der Mathematik schwierig zu bestimmen. Das, mit dem sich die Mathematik auseinandersetzt, Zahlen, Punkte, Funktionen, kann man zwar in Formeln und Zeichen sichtbar machen, doch was man eigentlich beschreibt, sind von menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbare abstrakte Objekte. Das ist genau jetzt das, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wir teilen die Welt erst einmal in Rot und Blau, wir meine ich jetzt wir Geist. Ja. Das Rote sind wir selber, das ist was Ewiges, nicht mehr Denkbares. Ob wir das jetzt Energie nennen, unsere Energie, die weder vermehrt noch vernichtet wird, die aber
ständig ihre Form verändert, wo ich sage, das ist nur der träumende Geist, das bist du. Du wirst ständig in eine andere Form von Energie, von Geist umgewandelt und du siehst immer nur deine eigene Information von Augenblick zu Augenblick. Es ändert an dir nichts. Es ist definitiv, dass ich sage, krieg ein Gefühl. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ich wiederhole tausende Male mit einer Engelsgeduld dieselben Sätze. Dann taucht in dir eine Information auf. An was denkst du, wenn du an deine Heimatstadt denkst? An deine Küche denkst? Sagst du mal das Wort Küche. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort Nichts. Das kannst du beobachten. Was ändert es an dem, der sich das denkt und anschaut, was er denkt, der seine eigenen Informationen anschaut? Aber jede Information, die du anschaust, schaust du jetzt an und die ist hier in deinem roten Kopf. Rot heißt, rot steht für etwas, was nicht gedacht werden kann. Selbst wenn du mit einem roten Wort jetzt dir ein rotes Wort hinschreibst, ausdenkst als Brösel, ist es eigentlich symbolisch blau. Blau, ja. Und blau ist alles, was man sehen kann. Ja. Mathematik ist als Ding an sich ein Regelsystem, das weder rot noch blau ist. Ja. Es ist keine Energie, kein Geist, der sich verändert, noch ist es irgendwas, was gesehen werden kann, wohlgemerkt als Ding an sich. Dasselbe gilt für Programme oder Dateien. Weil ja. Bündchen und Strichchen oder die Schalter, die ich mir in einen Chip reindenke, sind ja nicht das Programm als Ding an sich. Das ist ein Regelkomplex. Das ist dein blaues Ich. Ich sage immer wieder, dein blaues Ich ist eigentlich ein Programm mit da Interpretation. Ja. Wir haben eine Störung. Hörst du mich nochmal? Gehst du bitte noch einmal um zwei Sätze zurück? Da war jetzt eine Störung drinnen. Nein, da war keine Störung. Ich habe das laufen lassen und es hat reingequatscht, Helene. Wir lassen das einmal kurz noch weiterlaufen. Ja, okay. Das ist richtig und ist verkehrt gleichzeitig. Ja. Es existiert überhaupt nicht. Es steckt, eckt im Innersten. Das sind lauter Eckfunktionen, lauter Winkelfunktionen. Ja. Innersten. Du musst begreifen, dass was geistig ist, zwar, es kann gewusst werden, aber nur vom Geist. Und wenn ich sage, es steckt im Universum, dann habe ich schon wieder das große Problem, weil das ist in Einsgekehrte ist. Das ist das Meer mit seinen Gedankenwellen. Der Denker mit dem, was er denkt, ist unter dem Baum miteinander verbunden. Mm. Weißt du, das sind Sätze, wenn du Menschen hast, die das nicht akzeptieren wollen. Das ist immer wieder dasselbe Spiel. Schau, du schaust jetzt zum Beispiel da unten hin, dieses Video hat 1,5 Millionen Aufrufe. Das ist, du siehst nur Zahlen und du denkst jetzt diesbezüglich eine Vergangenheit aus und Menschen, die das angeschaut haben. Interessant ist, und dann sagst du hier 50.000 und etwas haben hier ein Like gegeben, die finden das gut und 944 finden das scheiße. Mhm. Das heißt, bei unserer Holofeeling hast du dann auch immer wieder ein oder zwei, die einen Daumen nach unten machen. Mhm. Aber das sind die Menschen, erschaffst du doch in dem Moment, wo du aufgrund dieses kleinen Bildes dir das ausdenkst. Mhm. Ja. Das gilt für alles, was ich sage. Wenn du eine Zeitung liest, du denkst dir was aus. Du denkst dir Corona aus, du denkst dir Leute aus, die für die Maske sind. Du denkst dir welche aus, die gegen die Maske sind. Wo ist das Zeug, wenn du es nicht denkst? Nee, nichts. In der absoluten Einheit, nichts. Und versuch das nicht irgendwelchen Menschen zu erklären. Das heißt, du wirst dich immer mehr zurückziehen. Das ist... Du musst aber trotzdem deine Brüsselrolle noch weiterlegen. Ich kann nicht oft genug sagen, Holofeeling ist keine Sekte, wo ich versuche, irgendwelche Menschen in eine Sekte zu bringen. Ich öffne dir die Tür für eine vollkommen neue Welt und die öffne ich nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und du hörst mich jetzt sprechen. Und nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, hört mich sonst. Ja. Lass das auf dich wirken. Nichts und niemand, den du dir ausdenkst, hört mich sonst. Nur du hörst mich jetzt sprechen. Ja. Nicht einmal der, der du zu sein glaubst, wenn du an deinen Körper denkst. Mich hören deine Ohren nicht und mir hört dein Gehirn nicht, weil das alles ausgedachte Sachen sind. Ja. Oder irgendwelche, die ein Holofeeling machen. Alles Blödsinn. Hm. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem roten Kopf als Brüssel-Udo. Und ich kann immer wieder sagen, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Ich sage, ich bin mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo.
Der Gedanke Udo ist genauso ein Gedanke von dir, den du dir jetzt aufgrund dieser Geräusche ausdenkst. Wie wenn du an dich denkst oder egal an was du denkst, Gedanken von dir, die können dann denken, wenn du dir welche ausdenkst, Menschen, du denkst dir jetzt Menschen Trockennasen auf und du denkst dir, die können denken. Dann hast du genau diese Information jetzt vorliegen. Ist das so schwer zu verstehen? Du musst da mal aufpassen, wie sich dein Ego ständig einmischt, weil du lieber Affe unter Affen bleiben willst. Das kannst du doch trotzdem bleiben. Aber wie in einer Rolle auf der Bühne, wie in einer Figur, die du selber träumst. Ja, du ja. bist aber nicht dieser Gedanke, den du denkst, wenn du an dich denkst. Du bist der, der sich's ausdenkt. Ja. Und auch die anderen ausdenkt. Ich sage, du musst einen Zustand kriegen, dass du überhaupt keinen Unterschied mehr machst als reiner Beobachter. Ich sage, diese höhere Ebene, ob du an einen Stein, an ein Haus denkst, an der Helene, an einen Udo, an dich selbst denkst, es ist einfach nur ein Gedanke ohne irgendeine Bewertung. Ja. Okay? Ja. Wie und wo bleibt unklar. Sie ist körperlos, aber existent und darum ist unsere Welt auch so mathematisch. Folglich würde der Mensch die... Unsere Welt ist so mathematisch. Nochmal, die Welt, die du dir denkst, ist die Welt, die du dir ausdenkst und die basiert auf deinem gelernten Wissen. Hätte man dir in Elternhaus und Schule was anderes erzählt und jetzt kommt schon das Problem, wenn du wach bist, man kann mir in der Vergangenheit nie was erzählt haben. So wenig, wie ich in einer Stunde ein Glas Wasser trinken kann, kann ich vor einer Stunde einen Kaffee getrunken haben. Ich kann das jetzt denken, dass ich es getan habe. Ich sage immer wieder, die wichtigsten Schriften der Welt sind die Offenbarungsschriften für dich. Ja. Ich bin du Quadrat, das erste Selbstgespräch, wo ich dir erkläre, was der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit ist. Materialisieren, sinnlich wahrgenommene Informationen sind immer absolut unmittelbar hier und jetzt. Wenn du den Kopf drehst, ich rede jetzt mal wieder ganz normal, ändert sich das Bild auf deiner VR-Brille. Ja. Du kannst vor dir schauen, nach hinten schauen, es sind aber immer Vorstellungen in deinem Kopf. Genau. Das ist sinnlich wahrgenommene optische Information. Sobald du dir irgendetwas räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist es auch eine Information, aber nur eine gedachte Information, die du genauso jetzt denkst. Genau. Aber du kannst es nur materialisieren, wenn es auf der VR-Brille ist. Da muss es aber unmittelbar hier und jetzt als Vorstellung vorliegen, auf der VR-Brille. Das kleine Weltbild. Das heißt, du kannst dir jetzt feinstofflich vorstellen, was hinter dir ist, jetzt. Aber da du dir das woanders hindenkst, nämlich hinter dir, musst du deinen Kopf drehen und dann realisiert sich das hinter dir. Solange du das nicht machst, ist es eine Vorstellung, feinstofflich. Hinter dir ist es in dir drin, inner. Die Wahrnehmung inner. Habe ich so oft erklärt. Das ist übrigens alles sofort nachvollziehbar, selbst von einem 13-Jährigen. Wenn da jetzt einer diskutieren will, hack ihn sofort ab. Es ist vollkommen sinnlos. Es ist kein Geist. Es ist kein Geist, kein Teil von uns selbst, von mir. Das Christentum kriegt eine ganz andere Qualität, ist ausgedacht. Ich habe mit dem ausgedachten Christentum überhaupt nichts zu tun. Ich werde nie sagen, dass das Christentum richtiger oder wichtiger ist wie der Buddhismus oder irgendwas. Du wirst überall hier deine Weisheiten finden. Schlag den Buddha in dir tot, schlag den ausgedachten Christus in dir tot und werde der Christus selber. Ja. Das ist der Christus, der Gesalbte. G ist Geist, S ist Bewusstsein. All ist Gott, heißt auch nichts. Geist ist reines Bewusstsein und es ist nichts, nichts, was existieren könnte. Ja. Mhm. Und E ist E Quadrat, das ist G-Salb, genau. Salbe. Und eigentlich heißt Christus Einreiben. Ein heißt nicht existierender Rei, ein nicht existierender Spiegel. Mhm. Rei wiederum, das hebräische Wort für Spiegel, ist der Kopf des Schöpfergottes, rot gelöst. Ja. Und in dem befindet sich zuerst einmal Ben. Das ist das hebräische Wort für so. Genau. Eine polare Existenz. Ich und der Vater sind eins. Ich und der Spiegel sind eins. Ich und der Gedanke an mich selbst sind von einer höheren, nicht mehr denkbaren Ebene eigentlich wie These und Antithese. Mhm. Das ist das rote Ich und das blaue Ich. Genau. Ich als jetzt roter, nicht denkbarer Denker, den ich mir jetzt denke, und der Ausgedachte, der dazugehört, das Blaue.
Die Gerne. machen. Es ist jetzt alles wieder das Geschwätz, es sind nur Sackgassen. Es ist eine Sackgasse nach der anderen, wo du reintappst. Ja. Machen wir mal dieses Mysterium des leeren Raums. Da ist jetzt kein Ton dabei. Ist kein Ton dabei? Nein. Ja, der, lass mal, das, der kommt jetzt hier. Ich weiß nicht, wieso der da wegschaltet. Ich lasse ihn mal nochmal laufen. Ist das nicht? Kein Ton? Nein. Hat er sich selber irgendwie weggeschaltet? Na, soll es nicht sein, dann dich zu Tode langweilen. Das kommt jetzt der Casimir-Effekt. Das ist auch immer mit dem Vagum ein großes Problem. Den Leer, sobald du dir einen Bereich vorstellst, ist er da. Das heißt, Ja. sobald du dir irgendeinen Bereich denkst, wo Vagum, wo nichts drin ist, was leer ist, musst du irgendein Gefäß drumherum machen, wo was ist. Es gibt kein Nichts ohne ein Etwas. Ja. Ich sage immer wieder, wenn du an nichts denkst, denkst du an das Wort Nichts. Aber das Wort Nichts wiederum ist ein Geräusch, wenn man das jetzt rein als Geräusch im Kopf denkt, und da brauchst du im Hintergrund die Stille, wo man das rausheben. Wenn du das Wort Nichts auf ein Blatt Papier schreibst, dann brauchst du einen Hintergrund, das weiße Blatt Papier, wenn du das Wort nicht schwarz schreibst, weil weiß geschriebener Name die Stille in der Stille nicht wahrnehmen ist. Du Ja. brauchst dieses Ben, du brauchst diese polare Existenz, den Unterschied. Genau. Ich So schaue mal ist. ganz kurz nochmal, ich schalte mal den nochmal aus. Das Prinzip kann man überall, die ganzen Filmchen, die ganzen Physik, ob jetzt das eine Physikvorlesung ist oder eine Philosophievorlesung ist. Das sind alles tiefgläubige Materialisten. Du kannst es wenn und wenn, wie du willst. Ich kann dir jetzt da tausende von Bildchen, Filmchen einspielen, die dann aus dir kommen, wenn du träumst im Internet. Das nur geistlos nachgeäfftes, raumzeitlich chronologisch vorgestelltes Geschwätzes. Genau. Und du bist der Einzige, der das überwinden kann. Es wird niemals ein Mensch überwinden können, den du dir ausdenkst. Weil was sollte der eigentlich überwinden? Ein Gedanke von dir. Was will der Gedanke anders machen? Er kann nur so sein, wie er von dir gedacht wird. Und dann kommt sofort wieder das Trügerische, weil man dann versucht, jetzt, wie gesagt, im Detail, ich bringe immer wieder dieselben Sätze. Mittlerweile ziehe ich mich sowas von zurück. Es sind so wenige, die wirklich drauf resonieren. Breit ist der Weg, Brei im Spiegel, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Aber was ist jetzt das Verderben? Derben. Eine Generation. Generation von polaren Existenzen, das ist Ver, bistabil aufgespannt, das ist das V, bistabil erweckt, immer wieder die Ecken. Das ist Verderben. Jetzt, was machst du aus dem Wort Verderben? Das ist wie, was machst du aus dem Wort Mathematik? Was machst du aus dem Wort Gott für eine Vorstellung? Das Pi hin, wenn ich immer go Pi. Das heißt, geh in die Unendlichkeit, die du selbst bist. Ja. Da haben wir die Trinität, die drei, und dann haben wir Komma 141. Den Rest lassen wir mal ganz weg. Da haben wir den einen in der Mitte und hüben. D3, D ist die vier, vier Spiegel und drüben vier Spiegel. Ja. Und dann kommen wir wieder zum Zentrum der Dreieck. Jetzt sagst du ja, es sind auch hüben drei und drüben drei. Ja, die drei und die vier sind halt untrennbar miteinander verbunden. Das ist das Eigenartige. Das siehst du an dem Dalet und dem Delta. Ja. Es ist zahlenwerttechnisch sind diese griechischen Buchstaben, der griechische Buchstabe und der hebräische Buchstabe hat den Wert 4. Ja. Ich weise immer wieder darauf hin. Aber im Griechischen heißt der nicht Dalet, sondern Delta. Genau. DL ist ein geöffnetes Joch, wenn ich das jetzt hebräisiere, und das wird zu einer erscheinenden Schöpfung. Und das heißt Wachraum, ein Wachraum. Genau. Das ist das Hüben 3 und drüben 3. Das führt dich dann zu diesem Spiegelkonstrukt, wo ich dir sage. Und dann wirst du immer nur Blickwinkel machen, weil der Witz ist, du schaust jetzt erst einmal auf die Fläche. Ja. Und du stellst jetzt hier immer Blickwinkel ein. Die sind ganz, ganz wichtig. Das ist rein im Prinzip dasselbe, wenn wir jetzt mit einem Computer uns hinsetzen, du hast Programmieren gelernt, du hast dieses Programm, das natürlich auch wieder eine extreme Sackgasse ist. Wäre jetzt aber nachvollziehbar, und es machen irgendwie bei Disney oder Dream
Bei Disney Studios machen die einen computeranimierten 3D-Film. Gibt es ja im Ja. Kino, kannst du anschauen jetzt. Jetzt rede ich wieder bewusst raumzeitig, dass wir uns was ausdenken, das nur ständig wechselnde Bilder sind. Ja. Das sind nur Zahlenkonstrukte, das sind reine arithmetische Formeln, wo da drin sind, auf einer Datei, wenn du den Film nicht abspielst, und das baut komplett, wenn du das auf einer VR-Brille anschaust, baut es dreidimensionale Welten auf, die fotorealistisch sind. Ja. Was dann Angst in dir erzeugt, zerplenkt. Das letzte, wo ich reingeschnitten habe mit diesem 3D-Video, wo man dann eine Holzlatte hinlegt und dann siehst du die Latte und dann bist du oben auf einem Hochhaus, wie die zittern, wie die Angstzustände kriegen. Das, was die Angst erzeugt, ist nicht, dass dir Geist was passieren könnte. Der Geist, der es erlebt, dem kann nichts passieren. Ja, Er genau. kann auch nicht vernichtet werden. Ich sage immer, du bist ein nicht denkbares Nichts, weil du ewig bist. Woher weiß ich das? Weil ich du bin und du bist ich. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und zwar nicht in einem ausgedachten Innen, sondern in dem absoluten innersten Punkt, den wir 86 UB 86 El Hayom nennen. Nennen, Die Zahlenwelten, wenn wir in die eintreten, ich erzähle dir was, das sind nochmal ganz, ganz andere Welten, die sowas von gigantisch sind. Kann er da ganz kurz nochmal hier, warte mal. Ich versuche das mal nochmal mit Audio dann vielleicht, aber ich zeige dir jetzt erst einmal was anderes. Da gibt es so viele verschiedene Systeme. Schau dir das einmal an, wenn du das Bild hast. Acht, 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 wissen wir, ist ja Jesus. Da haben wir jetzt, schau mal, einen kleinen Punkt mit drin. Das ist eine zusammengesetzte Zahl. Das ist immer wieder mit dem Roten wie mit dem Blauen. So wie mein Rotes und ich und mein Blaues ich habe, das ist praktisch. Der rote Jesus, das Symbol des Christus und eine ausgedachte Figur als Brösel. Okay? Und das ist jetzt eine Darstellung, da will ich nicht genauer drauf eingehen. Schau mal, dieses 8888888 Primfaktoren ist 2 hoch 3 mal 3. Sagt dir das was? Ja, ist ja wieder in der 2701, das ist der erste Vers in Genesis. genau. Und die 137 bin ich auch schon zigfach Ja. eingegangen. Und jetzt kannst du dir dann anschauen, das müssten wir jetzt dann alles erklären. Und das Spiel können wir zum Beispiel mal machen, dass wir jetzt einmal die 86 da reinschreiben. Das ist ja das UP jetzt im Zentrum. Dann Ja. ist hier jetzt einmal den Quadranten. Ich erkläre jetzt das nicht genau, sonst müsste ich so weit, wie sieht die Nummer 86 aus, in Primfaktoren zerlegt. Du merkst jetzt haben wir schon unseren Einheitskreis. Ja. Das ist 2 mal 43, immer dran denken, die 43, 4, 3, 4. Wenn wir die mit der 3 in der Mitte überschieben, kriegen wir unsere 4, 3, 4, Ja. beziehungsweise 3, 4, 3, je nachdem, wie rum wir das spiegeln. Hat 2, 2 mal 43, diese Saktoren haben wir doch gerade gehabt, die 3 und die 4. Ja, Der ja, ja. Dalet und das Delta. Genau. Wenn wir das als Einzelbuchstaben lesen, kann man das jetzt Gat lesen, das heißt Jupiter, oder Duck lesen, das heißt Fisch. Dann landest du wieder beim Jesus. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Interessant ist, die Summe der Primfaktoren ergibt 45, das ist der Adam. Adam. Meinst du, dass ich in dieser Schöpfung, wo ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben habe, und ich rede jetzt hundertprozentig sicher nicht als der Brösel Uder zu dir, sondern als dein Vater, dein wirklicher Vater, dass ich irgendeine Kleinigkeit erschaffen hätte, die nicht wichtig wäre. Denk in unserem Helene-Beispiel an den Staub, wo du dann Putzfimmel noch gehabt hast, Helene. Und dann habe ich gesagt, du regst dich so über den Staub auf. Weißt du, wie viel Mühe es macht, in einem Computerprogramm den Staub zu programmieren auf den Oberflächen? Wenn der nicht wichtig wäre, hätte ich ihn nicht programmiert. Genau so Schauen wir ist. mal, nur mal, ob wir da hier einen Ton jetzt haben. Parallele Platten werden im Läuft der Vakuum jetzt? Ja. sehr nah gegenübergestellt. Anschließend stellt man fest, dass eine Kraft wirkt, die beide Platten zusammendrückt. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Casimir-Effekt, benannt nach dem Physiker Hendrik Casimir. Aber wie kann das sein? Wie kann eine Kraft aus dem Nichts wirken? Physikalisch ist nichts die Abwesenheit von Materie in einem Raum. Das ist schon das große Problem. Genau. Physikalisch ist das Nichts die Abwesenheit von Materie in einem Raum. Man denkt sich jetzt einen Raum, das ist Materie, in der ein Hohlraum ist, wo keine Materie drin ist. Ja. Genauso kann ich das spiegeln, dass ich mir ein Kügelchen denke, das Materie ist und drumherum denke ich mir die Leere. Habe ich im letzten Selbstgespräch gemacht. Ja. Das
diesen leeren Raum ist ein Traum. Und jetzt wirst du feststellen, dass hier, ohne das darauf anzusprechen, groß, dass hier in diesem Nichts entstehen die sogenannten Vakuum-Fluktuationen. Das heißt, aus dem Nichts entspringt immer ein Teilchen und ein Antiteilchen gleichzeitig und fällt wieder in sich zusammen. Das sind diese Gedankenwelt, von denen ich sage, dass es gibt keinen Berg, den es alleine gibt, wenn er im selben Moment ein Tal entsteht. Es gibt keine Stille, wenn er im selben Moment Lärm da ist. Genau so ist. Bloß, dass ich mir die eine Hälfte immer woanders hindenke. Es ist der Hintergrund, es ist der Kontrast, den du benötigst, um das eine wahrzunehmen. Es gibt gar keine ausgedachte Gesundheit, wenn du im selben Moment nicht auch Krankheit erzeugst. Es gibt keinen Krieg ohne Frieden, kein Hell ohne Dunkel. Es ist eine ganz, ganz simple göttliche Arithmetik, das zu verstehen. Wieso bekämpfst du ständig irgendwas und willst nur Einseitigkeiten? Das ist die Quelle deines Leids, Dass du selbst in dir erschaffst. Ein solcher Raum ist also frei von chemischen Elementen, Strahlung und so weiter, was auch Vakuum genannt wird. Vakuum ist aber nicht wirklich leer, denn beschränkt man Vakuum auf einen bestimmten Bereich, so existiert laut Quantenmechanik stets eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Energie in diesem eingeschränkten System vorhanden ist. Diese Energie wird auch als Nullpunktsenergie oder auch Vakuumenergie bezeichnet. Das sind wir selber. Das sind wir Geist. Das ist diese Einstein-Energie, ist diese Vakuum-Energie. Es ist die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil sie ewig ist. Sie ist unendlich groß und im selben Moment natürlich auch nichts. Ja. So, und jetzt pass auf. Ihre Existenz beruht auf der permanenten Entstehung von Teilchen-Antiteilchen-Paaren. Siehst du, das sind unsere Gedankenwelten. Das ist das weiße Loch und das schwarze Loch ausgedacht. Das eine ist alles in einem Zentrum. Der Witz an einem schwarzen Loch, und ich betone jetzt, Deutschland hat ja 2020 den Nobelpreis für Physik bekommen. Hast du es mitbekommen? Ja. Hast du gelesen, wie er den Nobelpreis bekommen hat? Nein. Der Physiker hat einen Namen, was ich jetzt nicht uninteressant, in der Bild-Zeitung steht, er hat den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung eines unsichtbaren schwarzen Loches. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Anhand von Berechnungen. Köstlich. Diese unendlichen. Die Welt ist ein einzig großer Witz, die ich dir einspiele über Medien und Basieren. Ja, wirklich. Bis du selber zum Denken anfängst. Ja. Auch das sind Vorstellungswelten, die jeder nachplappert. Ich erzähle dir was und du baust Vorstellungen auf. Es sind Märchengeschichten. Ja. Deine Zeitgeschichte sind Märchengeschichten. Denk wieder, was ist eine Illusion? Ja. Wo liegt der Unterschied, ob ich ein Märchenbuch, eine Tageszeitung, ein Geschichtsbuch oder ein Physikbuch lesen du? Es gibt keinen Unterschied. Ich schaue auf ein Fetzen Papier, wo Schriftzeichen drauf sind, und ich mache Vorstellungen draus. So ist es. Bloß wenn ich ein Märchen oder ein Krimi lesen du, dann ist es eine fiktive Geschichte, und wenn es ein Geschichtsbuch ist, dann war das ja in der Vergangenheit so. Ja. Wer bestimmt es? So, und wenn du jetzt einmal einige 100 Selbstgespräche anhörst, dann schaust du mal, wie viele hunderte Mal ich das schon erzählt habe. Hast du es verstanden? Ja. Du bist nicht in der Lage, das einfachste Deutsch zu verstehen. Ja. Weil das so massiv gegen deine Vorstellung von Welt ist. Genau. Vakuum, die sich anschließend wieder selbst auslöschen. Das ist hier. Schau unten mich an. Ja. Minus 5 und weg. Aber das, damit minus symmetrisch sind, das ist die Wurzel. Von allem ist das, und die Wurzel ist immer Plus und Minus gleichzeitig. Richtig. Eigentlich bleibt es immer nichts, weil alles sich in diesen absoluten Mittelpunkt abspielt. Spielt. Das Wort spielt, SBI, heißt übrigens meine Schwelle. Raumzeitliches Wissen des Intellektes, SBI ist meine Schwelle. Ja. Für alle, die die Vatersprache irgendwann einmal lernen wollen, das ist das S, das ist das P, das ist das I. Genau. Meine Schwelle. Ja. Hast übrigens auch der Eingangsraum und Becken, das sind die polaren Ecken. Fragen? Nein. Das übrigens ist jetzt grün, immer dran denken, das Itzhak-Luria Akademie, das ist rein von jüdischen Sprachprofessoren übersetzt. Ja. Mhm. Und ich sage eine logische Welle. Ja. Aber da gibt es, rot gelesen, das Bewusstsein ist die Weisheit eines Gotteskindes, blau gelesen ist es das raumzeitliche Wissen des Intellektes. Genau. Das ist dieses System, gilt für alle Sprachen der Welt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist ein Matrix-Programm in einer extremen kindgerechten Vereinfachung. Ja. Quantenmechanisch spricht man auch von der sogenannten Vakuumfluktuation.
Die Nullpunktsenergie hat also keinen festen, eindeutigen Energiebetrag, sondern vielmehr einen schwankenden. Diese Nullpunktsenergie ist für den Casimir-Effekt verantwortlich und bewirkt, dass eine Kraft auf die zwei Platten ausgeübt wird, wodurch sie zusammengedrückt werden. Wie ist das möglich? Da die Platten sehr nah beieinander stehen und somit wenig Raum zwischen sich zulassen, sind zwischen den Platten nur bestimmte Schwankungszustände der Vakuumenergie möglich. Das heißt, zwischen den Platten passen nur bestimmte Energiepakete der Vakuumenergie. Außerhalb der Platten hingegen sind deutlich... Die sind mächtig und die drücken das zusammen. Übrigens ganz nebenbei, wenn du jetzt zwischen diese zwei Platten ein Elementarteilchen rein... Ich rede jetzt mal ganz populärwissenschaftlich, wenn du das wirklich studierst, die ganzen Bücher. Was geistlos nachgeäfft wird von den Studenten, so wie ihre Professoren geistlos nachäffen? Ja. Wenn du da ein Teilchen zwischen die zwei Platten reinstellst und die Zeit, die haben ja nur gewisse Überlebenszeit, die Teilchen, wirst du feststellen, dass wenn die Platten auf null zusammengequetscht werden, die Teilchen, die sich dann noch dazwischen befinden, die ja unendlich klein sind, leben dann unendlich. Solange du die Platten auseinander machst, wird die Lebensdauer der Teilchen immer länger. Und wenn du die zusammenquetscht, die Teilchen, die dann in einer absolut verbundenen Platte, wo praktisch kein Raum mehr existiert dazwischen, die leben dann unendlich. Das heißt, wenn du ewig leben willst, musst du dich in einen Raum begeben, wo gar kein Raum mehr da ist. Genau, Geist. Was erzähle ich dir die ganze Zeit? Habe ich behauptet, dass das in den Physikbüchern nicht stimmt? Das Problem ist, die Formeln, wo es darauf hingewiesen wird, ist alles richtig. Dass du dir das ausdenkst und vorstellst, ist das Problem. Ja. Jetzt ist es ja so, dass jeder Punkt in einem ausgedachten Raum der Mittelpunkt ist. Mhm. Jeder Punkt einer ausgedachten Strecke, SDR-Ecke, jeder Punkt einer ausgedachten Strecke ist der Punkt, wenn die unendlich lang ist, ist der Mittelpunkt dieser Strecke. Jeder einer Sphäre, einer Oberfläche, einer unendlichen Oberfläche, ob das jetzt eine Sphäre ist oder eine unendliche Ebene ist, jeder Punkt ist der Mittelpunkt dieser Ebene. Genau. Und in einem unendlich großen dreidimensionalen Raum ist jeder Punkt in dem dreidimensionalen Raum der Mittelpunkt dieses dreidimensionalen Raums. So, jetzt kommen wir vom gekämmten Igel. Jetzt haben wir uns den gekämmten Igel mal an. Will man einen Igel kämmen, sodass seine Stacheln alle in die gleiche Richtung zeigen, ist das kein Problem. Jedoch sind Igel in der Lage, sich zu einer Kugel zusammenzurollen, sodass das Stachelfell sie komplett umschließt. Gut ist einmal, der ist in der Lage, sich zu einer Welle zusammenzurollen. Igel heißt übrigens Gott und seine Welle. Ja, geil. Du kannst auch hier der göttliche Geist und eine Welle, etwas Aufgeschmissenes, Hochgehobenes lesen, ein Joch. Ja. Mhm. Versuchst du den Igel nun zu kämmen, stößt du auf ein Problem. Es wird mindestens eine Stelle geben, an der sich die Stacheln aufstellen oder wo die Stacheln voneinander wegzeigen. Egal wie du es versuchst, es ist nicht möglich, dass der Igel ein rundum kontinuierlich gekämmtes Fell hat. Die Erkenntnis kommt... Interessant ist, das ist jetzt eigentlich nur wieder das Beispiel mit meinem Luftballon, wo Punkte drauf sind. Ja. Das ist... Jeder Punkt ist der Mittelpunkt. In dem Moment erschaffe ich, wenn ich jetzt das mit Pfeilen mache, schaffe ich einen einzigen Mittelpunkt. Und aus der Topologie, ein Teilbereich der Mathematik, der sich nur mit Räumen, Formen... Da müssen wir es aber alles vorgestellt. Mhm. Schauen wir uns mal da rein. Wir alle können das Vergehen der Zeit fühlen und haben daher gewisse Vorstellungen davon, wie sich Zeit verhält. Was fühlst du, wie du Zeit? Das ist so Zeit ist so unendlich subjektiv. Genau. Mein schönes Beispiel, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Ja. Was ist eine Stunde, was sind 5 Minuten? Wenn du hier 2-3 Stunden rumkribbelst bei geschlossenen Augen, Mensch, ich kann nicht einschlafen, wann ist die Nacht endlich rum und du schaust alle 2 Stunden auf den Wecker und du siehst, jetzt 5 Minuten ist der Minutenzeiger weitergewandert. Genau. Zum Beispiel können wir uns darauf verlassen, dass eine Stunde heute genauso lange dauert, wie eine Stunde, die morgen vergeht. Das ist ein absoluter Blödsinn, weil morgen und heute keine Zeit vergeht. Zeit ist Ed. Ed ist eine augenblickliche Erscheinung. Ja. Das ist das hebräische Wort für Zeit. Wir haben wieder hier schlichtweg und einfach der Augenblick, eine augenblickliche Erscheinung oder rot gelesen. Die Quelle ist das immer, absolut immer da sein. Das ist dieser Punkt. Das ist die Zeit. Zur Zeit hast du zur Form gewordene Zeit. Die Geburt einer aufgespannten Berechnung wird zur Zeit. Zeit ist aber immer jetzt. Und das ist verbunden, 2 Existenzen, die verbunden sind, das nennt man nun. Das, was du ausstreust, die Zeit, das ist auch Samen. Jetzt habe ich das mit Zayin geschrieben. Dann kriegst du nochmal Zeit. Das hast du aber Zeit jetzt in Form von 10 Ester. Wo ich mich versteckt habe. Ester, indem ich mich selber versteckt habe. Ich tue etwas in mich einberufen und das tue ich mir vorladen und dann bringe ich mich mit dem, was ich mir vorlade, zusammen.
dann war ich die Quintessenz mit den zwei Erscheinungen im Pyramidenwert. Beziehungsweise die rote 4, die zwei Selektionen, nämlich den Wellenberg und den Wellenberg, die aber untrennbar zusammengehören. Ja. Das ist Zahlen zusammenmachen. Da gibt es natürlich jetzt, wenn wir hier jetzt uns die Zeit hier machen, gibt es natürlich nochmal Unterformen dazu. Wenn du das jetzt machst, das Verbrauchtsein, das Überleben, das sind jetzt mit Rückübersetzungen, das ist zur festgesetzten Zeit, in seinem bestimmten, selbstbestimmten Zeitpunkt. Punkt. Das ist dieser Punkt, in dem alles zusammenfällt. Genau. Ja. Dann ist hier B-Ed. B-Ed. Ja. Das heißt eigentlich, das erste Mal B als Vorsilbe heißt in dieser augenblicklichen Erscheinung, wenn du in dein, als Miete in deiner eigenen Welt bist, in der Zeit leben. Das ist das hebräische Wort als ganzes Wort gelesen für eine krankhafte Angst, eine Panik, eine Phobie. Als Trockennasenaffe hast du ständig Angst, dass dein Körper sich auflöst, mit dem du dich verwechselst, obwohl der doch schon nicht da ist, wenn du an den Körper nicht denkst. Das ist hochgradige Schizophrenie. Ja. Ein AUP sind logisch berechnete Ecken. Aufschrecken. Und dann wirst du verwirrt sein. Solange ich ewiger Geist glaube, ich sei nur ein sterblicher Primat. Hebräisch hier, Primat hast eine tote Frucht, ein totes Erzeugnis. Tod wiederum lateinisch so viele Primaten. Ein durch Zufall entstandenes sterbliches Säugetier, solange kann ich Geist zwangsläufig nicht mitbekommen. Mitkommen, Entschuldigung. Mitkommen. Dann bleibst du eben da, das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht mit. Also dann bleibst du eben da in deiner Traumwelt. Ja. Ich bin immer dort und das und was ich jetzt zu sein glaube. Zurzeit bin ich ein Gefangener in meinem eigenen Traum. Ja. Dann haben wir hier zur richtigen Zeit. Das heißt eigentlich in seiner Zeit. Jeder Moment, jede Zeit ist eine perfekte Zeit. Hast übrigens auch seine krankhafte Angst, Phobie und Schrecken. Mhm. Vor was hast du eigentlich Angst? Vor deinen Gedanken, die du selber denkst. Dann denkst du dir zwanghaft bei eigener Definition dumme Affen, Idioten aus, böse Menschen aus und regst dich gnadenlos auf über die, die nur deshalb da sind, weil du sie denkst. Wobei du als träumender Geist keinen Einfluss darauf hast, was du denkst, bis du begreifst, was du wirklich bist. Ja. Dann ist hier die Generation unser Dorn. Da steckt die Zeit mit drin. Mhm. Mhm. Dann den Samen, den haben wir gerade schon gehabt, das Vorladen. Mhm. Dann haben wir hier noch Chol mit einem D hinten dran. Ganz interessant, die Lebensdauer. Da steckt auch die Zeit mit drin. Das ist übrigens auch hier das hebräische Wort für Welt. Aha. Die hat nur eine gewisse Lebensdauer. Deine Welt ist eine Traumwelt, die nur so lange dauert, solange dein Leben dauert. Jetzt. Stimmt oder stimmt? Darum ist es auch die Lebensdauer. Da steckt übrigens Koll ist das Weltliche. Mhm. Und LD heißt Gebären. Das heißt eigentlich das Weltliche Gebären. Ja. Etwas Weltliches Gebären. Vor Illet. Mhm. Vom Kind. Vom Kind. Man kommt nicht raus. Das ist dann noch eine bestimmte Zeit. Das ist immer. Ein festgesetztes Maß, Gesetz, Gewohnheiten. Ja. Das ist deine kollektive Affendasein. Kopf. Die kollektive Affinität. Mhm. Mhm. Die Bemühung, die Mühe, dann heißt es Wie-Zeit, das heißt auch zur Zeit, hebräisch für jetzt, Z-W-Ischen zeitlich, Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgespannt, wir wissen, das heißt B-Fehl, zwei Fehlen, und das ist Ischen. Ischen heißt Schlaf und etwas, was ich hinträume. Mhm. Übrigens auch, wenn ich sage immer wieder, das Bonbon, wenn man immer meint, das ist ein Witz oder was, es gibt keinen Witz, es gibt doch so diese schönen Drops. Achte mal auf das Wort Drops, DR, die geöffnete Berechnung, das heißt die Generation von OB ist kreisend, das kann man auch OB machen. Ja, ja, natürlich. Mhm. Was meine ich für Drops? NIM 2. Nee. Wer kennt nicht NIM 2? Jetzt, wenn ich aber weiß, dass NIM heißt schlafend, schlummern und leicht schlafen und etwas vor sich hinträumen. Ja. Das heißt aber die Existenz im Meer. Das sind zwei Existenzen. Mhm. Ist Yom als Dualendung, sind immer zwei. Aber das kann immer nur nun sein, jetzt sein. Jetzt. Jawohl. Mhm. Man kann nur sagen, ja. Ja. Es ist göttlich.
Es ist einfach nur, ja, lass uns mal so weiter. Können uns auch darauf verlassen, dass Zeit für uns alle gleich schnell vergeht. Verabreden wir uns mit einem Freund für 13 Uhr, brauchen wir keine Angst zu haben, dass 13 Uhr für ihn ein anderer Zeitpunkt ist als für uns. Wenn jedoch Physiker anfangen, über Zeit zu sprechen, wirkt sie vollkommen widersprüchlich zu dem, was wir kennen. Das ist natürlich alles, was du dir in die Kisten reindenkst, was dein Freund kann, was irgendwie Zeit wahrnehmen, wenn es nicht existiert. Es kann prinzipiell was existieren, das nichts wahrnehmen. Die Köpfe, die du dir denkst, sind Kisten und du bestimmst, was in der Kiste drin ist. Gehirn oder Wissen, Wissen über Medizin, Wissen über Religion. Es kommt doch aus dir, wenn du ein träumender Geist bist. Genau, so ist es. Das wird dir irgendwann einmal bewusst, zumindest wenn du immer mehr im Mehr, mehr Ich wirst. Das rote Ich, das sich dann irgendwann das ICH zu dem JCH verwandelt. Ja. Geht für jedes Objekt im Universum unterschiedlich schnell. Theoretisch können Kinder älter als ihre was Eltern. Jetzt, wenn du das jetzt einmal gecheckt hast, was das für ein unendlich geistloses Geschwätz an Vorstellungswelten sind, die natürlich nichts verkehrt laufen ist. Das ist. Es würde ohne das Prinzip, das hier erklärt wird, wird es zum Beispiel den Kinofilm weder Inceptions noch Interstellar geben. Genau. Interstellar heißt innen im Zentrum der Sterne. Genau. Wenn ich Stella als Stand setze. Feststehend, starr. Kann sein und Zeitreisen in ferne Zukunft sind möglich. Aber doch warum jetzt ganz gezielt, pass auf, das hält sich die Zeit in der Physik so seltsam? Was in unserem Universum ist es, dass der Zeit so befremdliche Eigenschaften gibt? Geschwindigkeiten berechnen sich gemäß Weg durch Zeit. Legen wir großes Problem. Wir haben festgestellt, Zeit et in unserer Ursprache Deutsch, göttlich Deutsch Ivri ist schlichtweg immer eine augenblickliche Erscheinung. So wie die Bilder auf dem Bildschirm, auch die Bilder auf deiner VR-Brille. Okay? Das heißt, ein Weg, wenn ich mir einen Weg denke, ist ein doppelt aufgespannte Gehirn. Wenn wir jetzt das blaue G, das ist ja immer eine Trinität denken, ist, wenn etwas weg ist, existiert es nicht. Ein Weg ist ein Weg, den ich mir jetzt ausdenke, von A nach B. Oder ich setze eine Entfernung fest, wenn ich mich als hier setze, setze ich mir woanders, dann ist es Weg von mir in einer gewissen Entfernung vor mir vorgestellt, aber End heißt immer die Vorstellung, die dann wieder doch in meinem Kopf ist. Und bei Zeit denke ich mir auch immer Zeit aus. Eine Sekunde, 1000 Jahre, ein Kilometer, 10.000 Kilometer, ich baue praktisch vor mir, spanne ich zuerst einmal hier was auf. Es ist aber hier. Ja. Ein berühmtes, ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Was jetzt interessant ist, dass ich hier praktisch zwei Punkte mir setze, in einer gewissen Strecke, was eigentlich ja so ist. Und hier bin eigentlich ich. Genau. Ein ausgedachter Punkt ist immer in meinem Mittelpunkt. 100 Kilometer in einer Stunde zurück bewegen wir uns mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Doch wie schnell sich etwas bewegt, hängt vom eigenen Standpunkt ab. Ein ruhender Beobachter empfindet einfach... So, das ist es. Ruhender Beobachter ist jetzt von uns ausgedacht und der bewegte Beobachter ist auch ausgedacht. Genau. Jetzt bitte genau aufgepasst, weil das auch Fehler sehr mangelhaft ist. Ich lasse das nochmal laufen. Geschwindigkeit von 100 km/h. Doch wie schnell sich etwas bewegt, hängt vom eigenen Standpunkt ab. Ein ruhender Beobachter empfindet einen vorbeifliegenden Jet schneller als Passagiere eines Flugzeuges, welches parallel zum Jet fliegt. Das sollte bekannt sein, das funktioniert auch im Auto. Aber das ist trotzdem ein Fehler drin, weil hier geht es jetzt nur absolut, wenn jetzt dieser Jet, der parallel fliegt, weiter weg ist, wird er immer langsamer. Ja. Das heißt, wenn du hier jetzt hier, ich mache mal, achte mal auf die Maus, wenn ich hier jetzt hier nach hinten von den zwei Ecken einfach eine Ecke aufspann hier, die wir uns reinzeichnen. Genau. Und du denkst jetzt da vorne, der wäre jetzt ganz nah neben dem Fenster des Flugzeugs und so wie die zwei Linien hier in dem Mittelpunkt zusammenlaufen würde, umso weiter er weg ist, umso kleiner wird er ja. Ja, anscheinend. Okay, wirst du feststellen, dass umso weiter der Flieger weg ist, wenn er an dir vorbeifliegt, beziehungsweise wenn du ruhen bist. Wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt, das wäre der stehende Beobachter. Wir sitzen in einem Zugabteil. Okay, und wir, an uns fliegt jetzt ein Flugzeug vorbei, wenn wir aus dem Fenster rausschauen. Dann wirst du feststellen, das wird, wenn das nah da ist, vorm Fenster, wird es schneller sein und wenn das mit derselben Geschwindigkeit, umso weiter das weg ist, umso länger sehen wir das im Fenster. Und wenn das unendlich weit weg ist, dann steht am Horizont, steht es eigentlich fast, bewegt es sich gar nicht mehr.
Weil dann ist es nämlich in dem Punkt, den wir uns ausdenken. Es folgt aus der eigenen Punkt, Geschwindigkeit des Flugzeugs, beziehungsweise da, dass die Strecke, die der Jet aus Sicht des Flugzeuges zurücklegt, kleiner ist. Und zwar um die Strecke, die das Flugzeug selbst zurücklegt. Verändert sich die Strecke bei gleicher Zeit, so verändert sich auch die Geschwindigkeit. In der klassischen Physik ging das Flugzeug zurück. Wo hier der Fehler liegt, ist definitiv, dass das zwar jetzt richtig ist, die Anschauung, aber dass die Tiefe, die wir uns jetzt denken, komplett missachtet wird. Ja. Ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto als Beifahrer fährst und du schaust aus dem Fenster und du fährst meinetwegen in der Buster über eine Ebene und du fokussierst irgendwo am Horizont ist ein Turm, genau. Dann wirst du feststellen, dass du meinst, der steht. Der bewegt sich fast überhaupt nicht. Und umso näher du jetzt hier dir denkst, dass es näher an dir dran ist, umso schneller, ich sage jetzt die Straßenbegrenzungspfeile, die sind zuck, ganz schnell, ja. Umso weiter du dann in die Tiefe der Landschaft auf diesen Bildschirm reinschaust, umso mehr werden die Bilder stehend. Umso mehr im Mittelpunkt. Das kannst du immer wieder spiegeln. Machst du dich stehend oder machst du dich bewegt? Der Witz ist aber, dass ich beide, der ausgedachte Ruhende und der ausgedachte bewegte Beobachter, hier und jetzt in dem Kopf befinden, und zwar nur dann, wenn du sie denkst. Flugzeugs, beziehungsweise daher, dass die Strecke, die es bleibt immer gleich und die Zeit vergeht immer gleich schnell. Ein Meter bleibt immer ein Meter und eine Sekunde dauert immer eine Sekunde. Geschwindigkeit hängt. Das ist eben nicht richtig. Weil ein Meter als Ding an sich, wie groß ist ein Meter, den du dir denkst? Ja. Jetzt können wir wieder sagen, wie ist ein Meter definiert? Dann haben wir Lichtgeschwindigkeit. Genau. Beziehungsweise die Lichtgeschwindigkeit hängt mit dem Meter zusammen. Und dann haben wir wieder unser Kryptonit 86 Isotop. Muss man sich natürlich dann wieder wissen. Du kommst aus dem System doch gar nicht raus. Nicht raus, nein. Diese Definition, sage ich jetzt nochmal, wird normalerweise als 300.000 gesetzt. Wenn du das jetzt genau auf 6 Stellen genau rechnest, fällt genau dieser Zahlenwert zu 300. Das ist das Geheime, dieses Licht. Diese 207 fällt nämlich genau zu 300. Das ist ein ganz elementarer Fehler, den ich hier eingebaut habe. Weil du meinst nämlich, dass die Lichtquelle da außen ist. Die Lichtquelle, die Lampe im Projektor ist was ganz was anderes. Aber was jetzt hier natürlich ist, immer wieder diese Definition, eine Falle, dass man jetzt hier natürlich mit den Geschwindigkeiten und mit dem Verschieben, und jetzt kriegst du die Ebene Kugelwelle im Vakuum, alles ausgedacht. Ja. Aufbauend auf dieser Physik. Was natürlich dann noch krasser ist, jetzt wenn man Interstellar anschaut, dass dann die Masse auch noch eine Rolle spielt. Okay? Ja. Eine Lichtsekunde. Das ist eine Sekunde pro Sekunde. Das ist eigentlich ein absoluter Blödsinn. Ich definiere Sekunde mit einer Sekunde. Da haben wir jetzt übrigens die richtige Formel. Siehst du? Ja. Das hier, da ist ein kleiner Pfeil drüber. Ja. Das ist der Impulsanteil. Da müsste ich jetzt aber wieder wissen, was ein Impuls ist. Wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen, das heißt eigentlich einen Brei schlagen, der gar nicht geschlagen wird. Bei Puls heißt Brei, Brei, einen Brei im Spiegel. Und im ist eine Negation, im Spiegel wird, bewegt sich nichts, weil dieser Rei, der Kopf des Schöpfergottes, ein unendlich kleiner, nicht existierender Punkt ist, in dem sich E Quadrat befindet, nämlich JCH und ICH Rot. Und das ist der Einheitskreis. Genau. Habe ich schon gesagt, zwei Gestaltwertungen, die sich aufbauen in den vier Quadranten. Ja. Das ist jetzt die richtige Erklärung, wo du alles komplett, das will ich jetzt gar nicht so genauer darauf eingehen, aber die Definition, der rote Punkt bewegt sich mit der mittleren Phasengeschwindigkeit, das ist alles Hirnwichserei, Vorstellungswelten, die hier dich von einer Sackgasse in die nächste bringen. Bringen, ja. Genau. Bin grad am Aufnehmen. Ich mache da lückenlos weiter, Holger. Wir werden es dann eh gleich haben bei dem Haufen Zeug, wo wir sagen. Es ist alles zu erklären, die immer dran denken, sobald wir eine Wurzel irgendwo in einer Formel haben, ist das Ergebnis null. Genau.
Schau, ich habe jetzt da die 86 eingeben, ich will das bloß machen. Maxwell, das ist vom Bruder. Ja. Ist die Welle. Schau, wo die steht. Können wir jetzt überall drauf eingehen? Ja, ja. Was habe ich jetzt noch ganz kurz? Ja, das lassen wir jetzt. Abhängig vom Betrachter. Nach Einstein wissen wir aber, dass das bei der Lichtgeschwindigkeit als die eines ruhenden Beobachters auf dem Boden. Mit Atomuhren konnte man die aus zwei horizontalen Spiegeln bestehen. Das wollte ich nur kurz sagen, das ist jetzt das nächste Problem. Das ist immer die Vorstellung, dass ein Lichtteilchen sich durch den Raum bewegt. Schickt man nun ein Lichtteilchen vom unteren zum oberen Spiegel, so wird dies am oberen Spiegel reflektiert. Das ist ein Lichtteilchen. Sobald sich was mit Licht bewegt, existiert um dieses Ding herum kein Raum mehr. Jedes Lichtteilchen, früher habe ich immer gesagt, von das Photoni. Unser Doni ist ein Photoni. Ein Photon, ein Lichtteilchen, ich nenne das auch Geistesfunk. Mhm. Und ein Geistesfunk ist das Zentrum seiner eigenen Traumwelt. Das drumherum gibt es nicht. Drum ist bei Lichtgeschwindigkeit fällt der Raum in diesen einen Punkt, der ganze ausgedachte Raum, der Traum in diesen einen Punkt zusammen, des Geistesfunk, und die Zeit wird in der Formel Ewigkeit. Ewigkeit ist aber nichts Ausgedehntes, sondern das ist das ewige Hier und Jetzt, das sich ständig verändert. Mhm. Und diese Vorstellungswelten sind die Falle. Wohin, was bewegt sich jetzt eigentlich? Hat jemals irgendein Lichtteilchen gesehen? Du hast noch nicht mal Licht gesehen. Ich kann es nicht oft genug sagen, Licht ist etwas, was du so wenig sehen kannst wie Geist oder Energie. Wenn du Energie siehst oder Geist siehst, dann stellst du dir schon wieder was Nicht-Sichtbares vor und dadurch wird es für dich sichtbar. Ja. Das ist wie mit dem neuen Nobelpreis 2020 für die Entdeckung eines schwarzen Loches. Ja. Weil ja ein schwarzes Loch alles aufsaugt. Aber jetzt habe ich schon wieder, beim schwarzen Loch befindet sich eigentlich alles im Zentrum und man sagt, es wird alles, was drumherum ist, sogar die Photonen werden in das Loch hineingesaugt. Ich denke mir schon wieder eine Peripherie. Genau. Das schwarze Loch ist eigentlich hier ein Punkt, der ein Vakuum darstellt, der keinen Raum hat, wo man aber drumherum was denkt, was da aufgesaugt wird. Und da muss ich ja Spiegelung mir denken, das ist das weiße Loch. Das ist ein Punkt, in dem alles ausgestreut wird, in dem sich innen selber eigentlich gar nichts befindet, weil alles nach außen gehaut wird. Genau. Ich habe auch hier die zwei Seiten, wenn du genau aufgepasst hast. Ja. So, jetzt müssen wir mein Bild wieder haben. Ja. Jetzt lassen wir es dann gut sein. Ich wiederhole und wiederhole und wiederhole und du wirst merken, du bist der Einzige, der es versteht. Und sobald du dich wieder in die Irre führen lässt von irgendwelchen ausgedachten Menschen, das ist ganz schlimm. Und der Hass, der dir entgegenschlägt, dass das nicht stimmt. Ich muss jetzt fast nochmal die kleinen Lebensregeln machen. Warte mal schnell, den habe ich doch noch irgendwo. Kann man nicht drum rum, wenn wir es laufen haben. Wenn es interessiert, ist gut. Wenn es nicht interessiert, hat eh schon längst abgeschalten. Mhm. Schau, ich habe doch hier diese zwei alten Schriften nochmal. Die gibt es in zwei Versionen. Das ist eigentlich dieselbe Schrift aus dem Ich bin Jahwe zu finden in den Offenbarungsschriften. Ja. Und da heißt es, das ist jetzt hier, das ist im Prinzip dasselbe. Diese kleinen Lebensregeln, setz dich mit einem hin, mit einem Feind und lies die durch mit irgendeinem normalen Menschen und schau, wie er darauf reagiert. Mhm. Da gibt es nichts, überhaupt nichts zum Diskutieren. Und dieser Auszug ausgestatten, die Lehre eines Freundes in Ich-Form, das ist ein blaues Ich praktisch von Mensch zu Mensch. Ja. Ich bin zu allen und jedem freundlich ohne Ausnahme. Auch zu mir selbst, ich denke auch mich, ein blaues ich denke mich ja auch selbst aus. Mhm. Und das muss ich leben, als blauer Mensch muss ich das leben. Ja. Ich will jetzt ganz gezielt ehre mein Leben in all seinen Ausdrucksformen. Ja. Dass ich das heilige Ganze dahinter erkenne, dass ich dann als rotes Ich bin. Ja. Ich setze niemals bei bloßem Intellekt, also auch bei keiner in mir Geist auftauchenden Person, ein tatsächlich gesichertes Wissen voraus. Mhm.
Es ist immer nur Teilwissen, es sind Puzzlestückchen, egal was einer äußert, was irgendeine Figur in den Raum äußert, es ist eine kleine Facette von Wissen. Ja. Und wenn du diese Perspektive einnimmst, dann ist es für dich richtig. Genau. Du bist doch der Richtige über alles und jeden. Du bestimmst doch, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Ich sage, bestimme, dass jeder Recht hat. Wenn du mit irgendeinem diskutierst und du hättest seinen Intellekt, du würdest seinen Intellekt zum Denken benutzen, dann wäre das alles für dich vollkommen logisch und richtig, was der behauptet, aber mit seinem Intellekt wäre das, was dir logisch erscheint, falsch und verkehrt. Ja. Es erfordert Demut. Ich bitte den Gott, ich obe in mir selbst, dass er mir den Sinngehalt jeder meiner Erscheinungen in den Hirn möge. Das mache ich laufend mit den Ohrenbohrungen. Ja. Damit ich mit Gottes kindlicher Neugier meinen eigenen inneren Gedankengeflecht auch selbst zu durchschauen vermag. Ich strebe danach, die verborgene Schönheit von allem, was in meinem Bewusstsein in Erscheinung tritt. Immer blau ist das, was du siehst. Das ist jetzt das ausgedachte Ich, wenn ich an mich denke. Zu sehen bekomme. Denn nur dann wird sie sich mir offenbaren, die Schönheit. Die Schönheit ist immer Vollkommenheit. Die Vollkommenheit von Krieg und Frieden. Die Vollkommenheit von Hell und Dunkel. Was ist das eigentlich? Grau? Nee, das ist eine höhere Ebene. Die Vollkommenheit von einem Kreis und von einem Dreieck ist ein Kegel. Kegel ist wie eine Welle. Ja. Ich vergebe allem, was ich erlebe, wie es mir auch immer erscheinen mag. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich denke es mir doch aus. Du entmachtest dich, wenn du meinst, dass irgendein anderer schuld ist. Weil der ist ja dann auch nur deshalb schuld, weil du bestimmst, dass er schuld ist. Aber dann gibst du ihm die Macht, weil wer Schuld hat, ist der, der es gemacht hat. Ja. Und wenn du ich bist, hast du alles gemacht. Und G, Macht, ist die geistige Macht. G, E, ist der Geist, der E-Quadrat ist. Das sind wir zwei. Genau. Ich bin die Energie und du bist die Lampe im Projektor, flackert, weil sie ewig ist. Rein symbolisches rotes Licht. Ja. Unser Dia-Projektor-Beispiel. Ich UB sage dir, dass jeder von dir selbst wahrgenommene Irrtum einfach Dom Vollkommenheit immer rot-blau, siehst du das? Ja. Aus deiner eigenen Unwissenheit besteht. Erst wenn ich mich selbst vervollkommne, ich, das rote Ich, der Geist, der du bist, mich selbst ist der, der ich zu sein glaube. Vervollkommne und mich selbst als Liebe ist gleich Geist, ist Energie, ist Licht, rot, erkenne, wird auch die von mir ausgedachte Welt aus meiner eigenen Liebe bestehen. Du hast es in der Hand. Die Welt, die du momentan dir ausdenkst, ist eine Welt, ein Spiegelbild deines Intellekts. Viele, viele kleine Facetten. Die, die Angst, panische Angst vor Corona haben und die, die komplett dagegen kämpfen. Es geht bei Holophilien nicht um eine einseitige Meinung. Die haben alle recht, aber nur ein bisschen. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Nein, der Henkel ist in der Mitte. Das sind die Welt politisch. Ich bin ein Rechter, ich bin ein Linker. Es sind einfach nur Arschlöcher. Ich könnte es noch feiner drücken, es sind Gedanken von dir, es sind Informationen, die schon wieder weg sind, wenn sie nochmal gedacht werden. Es loslassen lernen. Ja. Normale Menschen wählen immer nur das aus, wovon sie glauben, dass es gut sei, und alles Böse bekämpfen und meiden sie. Ja. Das ist immer wieder so, so in den Welten, mir fällt jetzt spontan ein, diese schöne, dieses schön, mach dich auf. Ja. Wenn du das Lied dir anhörst, dieses Video dir anhörst, mach dich auf. Dann hast du diese Hannis und Nannis. Ein wunderschönes Lied mit einem unendlich tiefen Text. Ja. Und dann diese unschuldigen, sage ich immer wirklich, die Hannis und Nannis, diese Christenkindergesichter. Und die wissen gar nicht, wie die voller Feindbilder sind. Durch ihre Erziehung. Ja. Das ist immer, das wird alles mit dem Satan erklärt. Ich lasse, das kann man selber, das ist ja in den vorgehenden Selbstgespräch drin gewesen. Ja. Was ich da ganz, ganz kurz nochmal erwähnen würde, wir denken uns jetzt, ich sage einfach einen Namen in der Ruth aus, wo sie kommt hier mit ihrer Tochter, die hier in so einem christlichen Verein aufgewachsen ist und ihr Kinder sind immer, da ist irgend so ein Zelttreffen gewesen, ein großes. Dieses große Zelttreffen, irgendwie die Tochter jetzt immer wieder grob die Metapher verstehen, ich sage jetzt einfach mal, die studiert und hat es jetzt auf dem Studium, hat sie ein paar Schwule kennengelernt. Und das sind total nette Menschen. Sie kommt so super mit denen aus und jetzt ist sie in dem christlichen Zeltlager und sie sagt plötzlich komplett einige hundert Menschen,
mit Schwulen zu tun habe, voll der pure Hass, wie kannst du bloß, das ist Sünde. Das sind Fehler in der Schöpfung. Und jetzt fängt sie langsam selber zum Zweifeln an, dass das mit der großen Liebe, mit der allumfassenden Liebe nicht so weit her sein kann. Dass den ganzen Gutmenschen gar nicht bewusst ist, was für Feindbilder die in sich tragen. Genau. Und die muss eins klar sein, egal welche Logik, egal welches politische System, egal was du vertrittst, es wird dir richtig und logisch erscheinen. Aber hast du dir das rausgesucht? Nein. Und wenn du jetzt einmal ganz selbst ehrlich bist, wenn du Politiker bist oder wenn du Arzt bist, warum machst du das, was du machst? Würdest du es machen, wenn du kein Geld kriegst? Bist du nicht eigentlich in irgendeiner Form machtgeil? Mhm. Die ganze Besserwisserei, meinst du, dass es einem Politiker irgendwie um Macht geht? Ja. Wie erbärmlich sind die Menschen, die sich da anlügen lassen? Und deine Professoren, die alle nur nachäffen, wenn ich immer sage, unser jetzt ausgedachter Lesch, immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich den Gedanken, den ich mir jetzt bei dem Namen denke, diese Figur, diesen Charakter in keinster Weise vorwurf, dass ich den so erschaffe, wie ich ihn erschaffe. Mhm. Ich rede jetzt natürlich nicht als Udo. Ja. Es sind Antagonisten in deinem Traum, genau. Es sind alles nur Antagonisten in deinem Traum. Hör das vorhergehende Selbstgespräch nochmal. Dass die immer nur Verschwörungstheoretiker schreien, das ist so unendlich erbärmlich, weil alles, was deiner Logik widerspricht, diese Art von Demokratie, die so massiv dagegen einschränkt, oder jetzt unser Wendler, über den sich alle lächerlich machen. Wir müssen über diese Witzfigur überhaupt nicht reden. Aber was das Entscheidende ist, diesen entsetzlichen Brief, dass er die komplette Presse neben sich hat, es stimmt, was er sagt. Es ist gleichgeschaltet. Man ist so unendlich entsetzt, der zerstört sich jetzt selber, weil er seine Aufträge, die Millionen Gagen, die er jetzt eigentlich schon in der Tasche hatte, damit vernichtet, weil er sagt, die Presse ist gleichgeschaltet, das Lüge ist alles Lüge. Du bist der Lügner. Mhm. Gedanken, die du dir denkst, sind so, wie du sie denkst. Wenn du mal wertfrei schaust, was du feststellen, das ist es gleichgeschaltet. Der Mainstream ist Mainstream und alles, was nicht Mainstream ist, ist Verschwörungstheorie. Mhm. Ich sage aber nicht, dass das eine richtig ist wie das andere. Das ist wie wenn ich dir jetzt erkläre, der behauptet, der Henkel ist rechts, an der Tasse hat mehr Recht mit der sagt, der Henkel ist links. Ja. Das musst du komplett überwunden haben. Ja. Du musst alle Meinungen, alle Wissenselemente, alle Religionen, musst du dir zu eigen machen und sagen, die haben alle recht. Und dann wirst du langsam verstehen, was du bist. Du bist der, der sich das ausdenkt. Es sind Facetten, Gedanken von dir selber. Ja. Putzelstückchen. Hm. Nicht mehr, mehr, nicht mehr, aber viel, 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 viel weniger als der kleine Spritzer, der rausspritzt aus dir. Aber mach dir keine Gedanken, da kommen alle wieder zurück. Die nächsten Gedanken, den du denkst, sind die wieder in dir drin. Also hast du deinen Doni jetzt als Helene verloren oder hast du ihn von mir zurückbekommen? Zurückbekommen. Du wirst irgendwann einmal aufhören, ihn dir immer wieder auszudenken und nachzutrauern, wenn du das machst. Weil du die Sinnlosigkeit erkennst, irgendwas Existierendes am Leben halten zu wollen. Genau. Und dann kann der Udo wieder jetzt wirklich zum tausendsten Mal sagen, hast du nicht begriffen in einer Vorstellung einer Trockennasenaufentwicklung, dass sich der Säugling komplett auflösen muss, dass er Schulkind wird. Ja. Dass das Schulkind sich auflösen muss, dass er Erwachsener wird. Und der muss sich auflösen, dass er ein G3S wird. Ein Geist, der zu einem Spiegelbewusstsein wird, wo alle hochgespiegelten Facetten er selbst ist. Wenn du zu einem G3S geworden bist, verstehst du, dass du das schon immer im Meer warst? Und dass das nur deine Gedanken sind. Das heißt, den Zustand, wo ich dich hinführe, wird es das, was du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich denkst, wird es dann nicht mehr geben. Geh, Geist ist eben. Aber es gibt durchaus noch dieses Ben. Mhm. Diese polare Existenz. Genau. Wie werden wir uns aber dann ganz anders einrichten? Viel gigantischer, das entzieht sich dann der Vorstellungsform vollkommen. Du musst nichts tun, das ist ein Geschenk. Das Einzige, du musst mir vertrauen. Ja. Und jetzt kannst du wieder an den Anfang des Gespräches gehen, wenn ich sage, gehe hinein in den Kosmos. Das ist das Sendungsbewusstsein für dich, Holger vorneweg, weil wir uns jetzt einmal im Original angeschaut haben, angeblich, wenn Jesus sagt, dass man in die Welt soll und soll die Menschen missionieren. Das steht da überhaupt nicht. Das ist eine vollkommene falsche Übersetzung. Da heißt es, gehe in den Kosmos.
gehe zurück in diese göttliche Ordnung, in dieses Zentrum, aus der alles entspringt. Und ich könnte sagen, und mach dir alle Kreaturen unter dann. Mhm. Das sind Kreaturen. Und jetzt haben wir wieder Kreatur, Creatio ex nihilo. Genau. Da steckt die Kreatur drin. Creatio heißt die Wahl. Wähle aus dir noch das heraus, was für dich wirklich lehrreich ist. Was ich ja zurzeit für dich mache, das ist eben die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die ich dir zurzeit einspiele. Dass du irgendwann einmal begreifst, was göttliche Vollkommenheit und Harmonie ist, die wirst du niemals verstehen, solange du mit irgendwas nicht einverstanden bist oder was nicht haben willst. Jeder Beobachter von etwas, was er nicht haben will, anders haben will oder gar nicht haben will, vernichten will, umformen will, ist ein blindes Arschloch. Genau. Den lasse ich in seinen Exkrementen so lange rumwillen, bis er anfängt, alles und jeden zu lieben. Das ist Liebe deine Feinde. Ja. Und das heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst. Immer denk an meinen Spaziergang durch den Zoo. Du bestaunst diese unendliche Flora und Fauna, die ich jetzt mit einem jetzigen Programm in dir auftauchen lasse, was du Welt nennst, in Einzelbildern. Städte, Tierarten, Pflanzenarten. Und wenn du weißt, es wurde alles von Gott erschaffen, von Pi, von der Weisheit Gottes, das ist Pi, die Ludolfsche Zahl. Erfreu dich an dieser unendlichen Vielfalt, an den giftigen, an den gefährlichen. Du willst die nicht verändern. Erfreu dich an dieser Vielgestaltung. Mhm. Kein normaler Mensch würde auf die Idee kommen, irgendein von Gott geschaffenes Tier anders haben zu wollen. Sätze, die ich seit jetzt bewusst wieder raumzeitlich gedacht über 30 Jahre predige. Hast du das Bedürfnis, ein löbendes Fleischessen abzugewöhnen? Warum frisst ein Löwe kleine Gazellen und kein Gras? Weil es ein Löwe ist. Gott hat einen Ari erschaffen, einen Fleischfresser. Nehmet hin, das ist mein Fleisch, mein Becher. Das ist meine göttliche Botschaft. Die kriegst du mit Holophilie. Genau. Wer hören kann, der höre. Ja. Und jetzt lassen wir es gut sein. Spür eine runde Mensch. Danke, danke, danke für dieses göttliche Geschenk.